passiert? Ja, was ist passiert? Der Oliver Herber hat einen Gefäßverschluss erlitten, einen arteriellen Gefäßverschluss im Hirn. Und aufgrund dieser akuten Durchblutungsstörung ist es zu einer ernsthaften Erkrankung gekommen, die natürlich sofort behandelt werden musste. Das ist heute Nacht auch passiert, und zwar im Uniklinikum hier in Dresden. Der Gefäßverschluss ist aufgelöst worden und dem Oliver geht es jetzt entsprechend besser. Wie geht's ihm? Es geht ihm besser, er ist ansprechbar, er ist orientiert und deutlich besser als am Abend vorher. Aber die Situation ist noch nicht vollkommen überstanden. Er ist, glaube ich, so denken wir, über den Berg, aber es braucht seine Zeit, bis er wieder vollkommen gesunden wird. Kann man jetzt schon eine Prognose abgeben, ob er jemals wieder Fußball spielen wird? Also die Prognose will ich jetzt nicht abgeben im Moment. Ich gehe davon aus, weil der Oliver ein junger, bisher auch gesunder Patient gewesen ist, keine Herz-Kreislauf-Erkrankung hat. Wenn wir ihm Zeit lassen und wenn wir die nächsten Tage abwarten, sich sein Zustand weiter stabilisiert, denke ich, dass er auch wieder Sport treiben wird. Dankeschön. Und Ansgar Brinkmann für die gelb-schwarzen Dresdner von Beginn an dabei, obwohl er die Rautentaktik seines Trainers so heftig kritisiert hatte. Aber Christoph Franke, 60 Jahre alt und weise, stand da drüber. Das Thema des streitbaren Ansgar scheint auch bei Dynamo Dresden eins zu werden. 8. Minute, der SC Freiburg im Spiel 2 der Aktion. Sofortiger Wiederaufstieg, heute in Weiß. Das ist Yashvili auf Sanu. Sanu gegen Dexter Langen, der war schneller, und schließlich Kresic. Beide starteten schwungvoll, siegorientiert. Dresden im direkten Gegenangriff. Oswald auf Vorbeck, den neuen Rostocker, und Alexander Walke. Walke wieder im Tor, setzt die preußischen Traditionen im Breisgau auf dieser Position fort. Walke im Norden von Berlin in Oranienburg groß geworden, verdrängt die Legende Richard Golz, der bei Wacker 04 Berlin begann. Die Dresdner versuchten zu kombinieren. Das sah mitunter ganz gut aus. Bäuche, Brinkmann, Oswald nach seinem Motorrollerunfall wieder dabei, der Antreiber, auf Fröhlich und Kagara, Dennis Kagara, der neue von Hertha BSC gekommen. Sie waren gespannt in Dresden. Kagara verdient gut, weil sich Hertha am Gehalt in Dresden beteiligt. Die 11. Minute, bitterer Moment für Lars Hermel. Boubacar Diarra kommt, Hermel raus mit einer Sehnenreizung. Und Dresden mit Fröhlich auf Kagara, der ist schnell, wie schnell. Gerade so ist Mohamed noch vor ihm am Ball. Aber Ecke, die hätte es hier natürlich nicht geben dürfen. Endlich wieder Fußball, 18.000 in Dresden. Sahen eine Ecke von Ansgar Brinkmann. Und Christian Fröhlich. Der kleine Fröhlich in seinem 50. Zweitligaspiel löst sich geschickt vom kurzen Pfosten und ist vor Walke am Ball. Wenn er den nur abtropfen lässt, dann wird's kreuzgefährlich. Ansgar Brinkmann ist der Spieler für die besonderen Momente, und jetzt kommt so einer. Brinkmann wusste, er muss sich heute anstrengen, denn Dynamo reagierte auf Brinkmanns Trainerkritik, verpflichtete heute Alexander Ludwig von Hertha BSC, um Brinkmann unter Druck zu setzen. Die 18. Minute, der SC Freiburg. Klare Sache, Freistoß. Und da kommt Mohamed blitzschnell auf Iashvili, den neuen Kapitän, vom Team gewählt. Und der findet Kuyu. Kresic muss sich lang machen. Der Niederländer Samuel Kuyu kam ganz kurzfristig für den verletzten Aogo ins Spiel und wunderte sich, wie dieser Ball aufs Tor flog. Es war der Rücken von Volker Oppitz. Die 27. Minute, Freistoß Dresden, Oswald. Walke mit den Fingerspitzen vor Kennedy und dann Kuyu im Stil von Justin Gatlin. Die Dresdner Fans feierten sich selbst. Das Geschehen auf dem Rasen lebte von kleinen Episoden. Langen findet Brinkmann, der gegen Sanu, und Wilfried Sanu, der wundert sich. So einen Scherzkeks wie den Brinkmann, so einem ist er auf dem Rasen vielleicht noch nie begegnet. Die 28. Minute, der weiße Brasilianer gegen die Breisgau-Brasilianer. Bisher erinnerten alle eher auf Fußballer von den Fidschi-Inseln. Auch Volker Finke wusste nicht, was er von diesem Spiel halten soll. Der SC Freiburg war nach jedem Abstieg sofort wieder aufgestiegen, aber heute taten sie sich schwer.
Bis dahin jedenfalls Pressing durch Dynamo Opitz, erkämpft den Ball. Und dann Carsten Oswald. Der Dresdner, hier kommt er an den Ball. Aus 40 Metern schießt er, entschuldigt sich sofort. Hier wäre ein Zuspiel auf Beuchel oder auch auf Kennedy viel erfolgsversprechender gewesen. Die 31. Minute. Fröhlich. Auf Brinkmann, kein Foul, endlich mal ein Freiburger, energisch. Und dann Sanu. Sanu, in der Woche wegen eines Pferdekusses noch gehandicapt, nun mit der besten Chance für den SC Freiburg. Kagara schiebt ein wenig und Krešić ist schließlich draußen. Eine Minute später, Koulibaly gegen Kennedy. Der Dresdner Stürmer hatte es schwer, das Zusammenspiel mit Forbeck noch verbesserungswürdig. Aber dann dieser Freistoß und da ist Kennedy. 9 Tore in der letzten Saison, 3 mit dem Kopf. Und hier hätte es das erste in der neuen sein können. Brinkmann über Kennedy, der geht mit dem Kopf dahin, wo sonst Flugzeuge fliegen. Ansgar Brinkmann kann sich als kleiner Gewinner der ersten Hälfte fühlen. Nicht, weil er so glänzte. Die von ihm ungeliebte Raute wich heute dem klassischen 4-4-2. Gebracht hat's aber noch nichts. Die zweite Hälfte und Volker Finke wollte nun den Sieg einwechseln. Mit ihm, mit Roda Antar. Der hatte gegen Burghausen gerade eingewechselt, zum 2:1 eingeköpft. Die Einwechslung war ein Fanal. 3 Punkte unser Ziel. Walke also nach vorn. Der Ball kommt prompt zurück. Zweiter Anlauf des SC in Weiß. Boubacar Diarra auf Marco Forbeck. Und diese Aufgabe ist durchaus lösbar. Es war wenig zu sehen von Forbeck, aber im entscheidenden Augenblick war er da. So etwas zeichnet ihn aus, den Klasse-Stürmer. Diarra eingewechselt und dann so ein lapidares Abspiel. Walke ohne jegliche Chance. Marco Forbeck, 10 Jahre spielte er in Rostock, 6 Erstliga-Kupore, galt immer als das große, das ewige Talent. Die Ostsee wird mir fehlen, sagte er und zog nach Dresden. Vielleicht genau der richtige Schritt, um mit der Karriere weiterzukommen. Und Ansgar Brinkmann hatte Druck gemacht auf Diarra. Ein Tor hat Brinkmann in Dresden noch nie erzielt, aber er freut sich auch gern über das eines Kollegen. Der Freiburger Fußball, er stand mal für attraktives Kurzpassspiel und plötzlich lief der Ball auch mal. Zu Koulibaly, Sanu, Kuyu, Iashvili. 10 Stationen, aber dann hätten Sie Lust, Volker Finke nach seiner Meinung zu diesem Spiel zu befragen? 52. Minute, Fröhlich. Forbeck elegant und findet Kagara, Dennis Kagara. 2:0. Kagara sagte, von Dynamo Dresden weiß ich nur, dass sie verrückte Fans haben. Die lernte er heute von ihrer besten Seite kennen. Forbeck vorbei an Ola Yengbesi und dann der Neue auf den Neuen. Kagara, robust setzt er seinen Körper ein. Gegen Mohamed, die Quittung für Mohamed, er musste danach raus. Kagara in Berlin hinter Gilberto ohne Chance, in Dresden das ersehnte spielerische Element. Sie waren skeptisch, nun euphorisch. Herzlich willkommen, Dennis Kagara. 56. Minute, Respekt bei Dynamo, denn Koulibaly steht bereit und der hat eine herrliche linke Klebe. Abgefälscht. Koulibaly zeigt jedoch Freiburg die einzig mögliche Richtung. 58. Minute, Oswald Einwurf. So hat er in der letzten Saison 3 Tore vorbereitet. Und diesmal Fröhlich, der beste Vorbereiter Dresdens in der letzten Saison. Hier musste er natürlich selbst schießen. Freiburg, 59. Minute. Zweimal haben sie hier in Dresden gespielt. Zweimal am Freitagabend. Zweimal haben sie gewonnen. Und jetzt stand es 0:2. Es musste was passieren. Iashvili, der Kapitän, auf Tanko. Seine erste Szene. Und da schießt er nicht und gibt Opitz so die Zeit zu klären. 65. Minute. Noch zeigen sich die Dresdner
offensiv, noch ziehen sie sich nicht zurück. Erkämpfen die Bälle im Mittelfeld. Ob jetzt was hier. Ansgar Brinkmann. Er hebt den Kopf und findet Vorbeck. Marco Vorbeck hätte seinen zweiten Treffer machen können. Da sieht Alexander Walke auch nicht so glücklich aus. Aber noch war Dresden nicht am Ziel. Die 67. Minute. Roda Antar gegen Kagara. Dennis Kagara biss sich. Vorbeck und Kagara, der ist flink, der ist flink. Und da hat er Übersicht. Sieht auch noch Kennedy. Ein herrlicher Angriff. Dresden jetzt euphorisch. Vorbeck und Kagara auf der linken Seite bringen Dynamo in spielerischer Dimension deutlich nach vorn. Die 80. Minute, Ecke Freiburg, Koulibaly und Roda Antar, Kresecelt. Da hätte es für den Libanesen fast schon wieder geklappt, aber damit war das Thema dann durch. Kresec hat den Ball und Dresden siegt. Aber wie hoch? 90. Minute. Walke nochmal lang nach vorn. Aber schon wieder werden die Freiburger leicht im Mittelfeld abgefangen. Der Ball dann zu Diarra gegen den eingewechselten Bröker. Was für eine Szene. Da musste selbst Dresdens Trainer Christoph Franke schmunzeln. Denn das war Diarra, der den Ball da an die eigene Latte hebt. Franz Xaver Wack pfiff souverän und ab. Christoph Franke freute sich über die ersten drei Punkte und seine beiden Torschützen. Annette Sattler hat diese interviewt. Fantastisch, ey. Das ist so ein geiles Gefühl. Mein erstes Heimspiel und dann habe ich Tor gemacht. Das ist natürlich klasse. Ich glaube, ich seit langem das erste Mal, dass ich das Vertrauen so vom Trainer habe, dass ich auch von Anfang an spiele und dass ich auch machen kann, was ich will, in Anführungsstrichen. Denken Sie, das System war der Schlüssel zum Erfolg heute? Nein, das ist die Systemdiskussion ist sowieso, sage ich mal, müßig. Das sind Millimeter, die sich verändern. Der Trainer gibt hier die Marschroute vor und daran halten wir uns alle, auch ich. Schon wieder Polemik gegen Volker Finke nach nur zwei Spielen. Freunde, das ist doch viel zu früh. Dynamo Dresden entwickelt sich zu einer Fußballfamilie. Der Sohn von Ignaz Kresic schwenkt zum überzeugenden Sieg die Fahne. Und Ansgar Brinkmann beendet seine Trainerkritik. Olli, junge Bursche, du hast uns einen Schreck angejagt. Der Sieg heute war für dich. Wir haben heute für dich gekämpft. Wir hoffen, dass du schnell wieder gesund bist. Mannschaft steht hinter dir, die Fans stehen hinter dir. Wir wünschen dir alles Gute und komm schnell wieder zu uns. Ich sag Ihnen jetzt, da gehen 20.000 Menschen in ein Stadion. Dann sagen Sie bestimmt, ja, das Spiel, das ist gut verkauft und gut besucht. Dann sag ich Ihnen aber, bei diesen 20.000, da handelt es sich nur um die Gästefans. Es haben sich nämlich rund 20.000 Dresdner Fans aufgemacht, um ihre Mannschaft beim Spiel in München zu unterstützen. Und diesen 20.000 Dresdner Fans stehen jetzt 46.000 Löwenfans gegenüber. Damit die Allianz Arena zum ersten Mal in dieser Saison in der zweiten Liga ausverkauft. Und damit Sie sich mal einen Einblick verschaffen können, wie das aussieht, wenn 66.000 Menschen ein Stadion bevölkern. Hier, die Tore wurden aufgemacht und sie kamen und sie kamen, sie kamen. Alles ging Gott sei Dank friedlich ab. Also wir können uns auf ein Wahnsinnsspiel freuen. Wahnsinn, Gänsehaut und mittendrin in diesem Hexenkessel mein Kollege Thomas Herrmann. Tja, und die Jungs da unten sollen doch nur Fußball spielen. Bei diesem Vorstartfieber seit Tagen ist das schon eine tolle Herausforderung. Was binnen Monaten so passieren kann, ist schon ein irres Ding. Dresdens Trainer Christoph Franke, für seine Jungs ein ganz neues Feeling. So, rein in die Partie, 60 blau-weiß für den gesperrten Agostino, spielt Emanuel Grontiris, ansonsten zum vierten Mal dasselbe Team. Das schweißt natürlich zusammen und es ging flott und spritzig los mit Stefan Reisinger gegen Oppitz. Oh, 1A und der zuletzt bärenstarke Daniel Bayer. Dritte Minute. Das wäre ein ähnlicher Auftakt gewesen wie gegen Rostock. Stefan Reisinger, die Löwenhacke vor der Dresdner Kurve und das gute Auge dann für Bayer. Hochachtung, diese wandelnde Fangemeinde ist einzigartig. Dresden mit derselben Elf wie zuletzt beim Offenbacher Sieg.
Kennedy Sieger und Costa vor Vorbeck. So könnte es gehen. Kennedy und Vorbeck, zwei Mann als Kontersystem von Franke. Ansgar Brinkmann, läuferisch in einen Jungbrunnen gefallen zuletzt, ganz beachtlich. Da ist Vorbeck, die Anspannung auch bei den Löwen mit Händen und Füßen zu greifen, aber abgepfiffen diese Szene. Und so schaut es zurzeit aus in München. Andere Seite, Eckball. Daniel Bayer, der Hoffnungsträger. Und da ist Costa, der schon ein Kopfballtor geschossen hat und immer bei den Standards vorne auftaucht. 60 ohne Kopfballstürmer Agostino. Eher bedacht, die Kugel deshalb flach zu halten. Das soll bewusst so sein, so Rainer Maurer über seine taktische Idee. Vucicevic, Tendenz noch harmlos. Dresden stand natürlich defensiv sehr tief, aber gut und kompakt, hoch konzentriert. Das Spiel gestaltete aber 60 München mit Lamotte, Reisinger. Und da kommt Grontiris, da hätte er die Kugel direkt nehmen müssen, hat er sich aber nicht getraut nach 9 Minuten. Nochmals, Reisingers Tunnel gegen Oppitz und der Stolperer gegen Dexter Langen. Draußen, Franke, ihm ist Angst und Bange bei diesem Reisinger-Solo. Und dann Reisinger enttäuscht ob des Stolperers von Grontiris. Dresden lauerte und 60 spielte rum um den Sachsen-Strafraum. Aber sie hatten es schwer. Vucicevic, Bayer. Wieder Vucicevic. Mann, dass der seine Beine nicht durcheinander bringt. Vucicevic und Gresic. Klasse von beiden nach 16 Minuten. Natürlich die Slalom-Slomo. Ein irrer Fummler dieser Vucicevic. Nur Gresic passt auf Vucicevic auf. Das Rezept der Dresdner, offensiv zu werden, meist über lange Bälle von Gresic gespielt. Hoffmann, nicht so doll, schwach, Vorbeck. Immer noch Vorbeck. Ja, Vorbeck. Der erste FC Vorbeck Dresden, 17. Minute, ein Klasse-Tor, ein Solo, eine Galashow des langen Stürmers, Hut ab. Und die Reise hat sich schon mal gelohnt. Aber wer hat denn da alles gepennt bei 60? Vorbeck gegen Bayer. Gegen Hoffmann. Gegen Costa. Und wieder kommt Hoffmann. Bei allem Respekt für Vorbeck, das war grob fahrlässig von den Hausherren. Sein drittes Saisontor. Zwei schoss der Vorbeck mit links und jetzt mit dem anderen. Die Arena, die 66.000, aber nur 20.000 jubeln. In der rechten Ecke, da hinten, gelb. Christoph Franke, ein sympathischer, ruhiger Trainer, der Dresden von der 4. Liga in die Allianz Arena führte. Und nun streckt er dem Schiri-Assi die Hand entgegen. Richtig süß. Ja, ja. Und wieder gleich dieselbe Geschichte. Zurück zu Gresic. Und der lange Ball. Der schwache Hoffmann gegen Beuchel. Und natürlich faul und gelb. Okay für Hoffmann, der überhaupt nicht zurechtkam heute. Maurer, böse Ahnungen. Und die Möglichkeit, Christian Fröhlich, die Chance zum 2:0 für die Gäste nach 25 Minuten.
Dresden machte das ganz clever, bekämpfte die Löwen im defensiven Mittelfeld und vorne Vorbeck Scala. Jetzt aber München mit dem so spielfreudigen Vučičević. Reisinger, der immer noch auf sein erstes Löwentor wartet. 60 München schon recht ordentlich, aber auch immer verkrampfter allmählich. Oppitziger gegen Schäfer und dann, ja, dann ging es ruckzuck und 60 war überfordert. Weil hinten Schweizer Löwenkäse, Dexter Langen. Und wer ist da? Natürlich Vorbeck, der alleine reichte für alle defensiven Löwen. Ihm schwant Übles. Freistoß, bringt man. Kennedy oben und natürlich Marco Vorbeck, Mutterseelen allein mit dem Kopf. 2:0 Dresden, 29. Minute, oh ihr Löwen. War es das schon mit der ganzen irren Euphorie, die Begeisterung als Mühlsteine zwischen den Beinen? Schwarz-gelbe Sause hier. Aber warum tauschte Maurer Hoffmann nicht früher aus? Hoffmann hier gegen Kennedy und Vorbeck. An den traute sich jetzt keiner mehr ran. Ochs chancenlos. Der neue Tempel nur in der rechten gelben Ecke euphorisch. Und drunten Franke, der Tüftler mit einer exzellenten Taktik und natürlich auch Glück, das braucht man. Dresden und 60 München, die zwei besten Teams des Jahres 2005 und die Gäste jetzt mit riesenbreiter Sachsenbrust und natürlich mit Marco Vorbeck. Vorbeck, Latte, 35. Minute. Und wer war bei Vorbeck oder auch nicht? Torben Hoffmann. Vučičević, immens bemüht, immer im Zweikampf. Und Milchraum, der Kopf und der Gresic, Pause. 15.000 oder 20.000 aus Dresden, aus dem Häuschen in Siegerlaune. Auch sie können das sein, wenn sie clever mitspielen. Halbzeit. In München hat Maurer reagiert und Lukas Schukala für den völlig indisponierten Hoffmann gebracht. Ansonsten alles beim Alten und ansonsten auch gleich wieder das angestammte Bild. 60 überlegen gegen wartende Dresdner. Gronkiris, wunderbar gespielt auf Reisinger und Gresic. Das alte Bild, Chancen ohne den Deckel drauf zu machen. Stefan Reisinger, eifrig, läuferisch 1A, es fehlt halt der Knalleffekt für ihn. Natürlich, der Weg ist vorgezeichnet, alle aufrücken, Jungs. Für Lamotte kam jetzt der dritte Stürmer mit Kolomasnik. Eckball Vučičević, 65 Minuten schon gespielt. Und wieder dieser Ballvirtuose. Vučičević, der kommt immer vorbei und fast ein Eigentor. Und dann leichte Handproteste. Wir schauen mal auf die Zeitlupe. Nein, nein, absolut keine Absicht. Nächster Eckball, jetzt im Minutentakt Bayer. Und da hinten lauert Costa. 60 sehnte sich nach dem Quäntchen Anschlusstor Glück. Weiter geht's, Powerplay. Eckballfestival. Vučičević. Weg da, Herr Schiri Assi. Und da ist Kolomasnik. Es wurde noch nicht zwingender. Warten und hoffen, alles im grünen Franke-Bereich. Dresden nahezu nicht mehr über der Mittellinie und der große Lange aus der ersten Halbzeit jetzt auch hinten, mitten im Geschehen. Marco Vorbeck. Gelb gab es dafür vollkommen zu Recht von Schiedsrichter Manuel Gräfe. Bayer. Ja, wer hätte gedacht,
dass der Kopfballspieler Agostino so fehlen würde. Oberharmlos, starker Gresic. Die Verzweiflung der 60er wuchs und Dresden wurde immer sicherer gegen allesgebende Hausherren. Costa. Schäfer schön gesehen und der glücklose Reisinger schlittert da zu spät vorbei. 0:2 zurück und dennoch immer noch klasse Stimmung in diesem Hexenkessel. Zumeist ohrenbetäubend. Kolomasnik. Grontiris. Kolomasnik und was jetzt? Schiri Manuel Gräfe sagt Elfmeter für München und jetzt ging der Proteststurm natürlich los. Meine Herren, mittendrin, immer Kukielka, da der rechts, der gegen Kolomasnik gefoult haben soll. Er bekam die gelbe Karte. Gresic versucht zu beruhigen. Und wir schauen gleich auf die Zeitlupen. Und es bleibt nur ein Fazit. Mehr Stürmerfoul von Kolomasnik als Elfmeter gegen Dresden, geschweige denn Foul von Kukielka. Eine glatte, eindeutige Fehlentscheidung. Matze Lehmann, der Mundschutz, der blau-weiße Mundschutz wird nochmals gerichtet. Eins zu zwei. 81. Minute, alles wieder offen, alles wieder drin. Kommt es noch zum Ausgleich, interessiert das hier die 45.000 Löwenfans nicht die Bohne, dass es keiner war. Und so schaut die lange ersehnte Ausverkauft-Euphorie in der Allianz Arena aus. Wieder Hoffnung, noch gut 10 Minuten, Maurer klatscht und auf dem Feld klatschte Kukielka. Und deshalb gab es für ihn auch noch obendrauf den Platzverweis. Armer Kukielka. Achtung, ich habe doch nur geklatscht, um meine Jungs aufzumuntern. Egal wie es war, er musste raus. Und Vorbeck auch aus taktischen Gründen. So. Jetzt 10 Sachsen gegen 11 Bayern und der ohrenbetäubende Endspurt. Niki Adler, eine junge Sturmhoffnung, eingewechselt, da ist er, Adler. Und Dexter Langen in allerhöchster Not. Immer weiter gegen zitternde Dresdner den Ausgleich vor Augen, die Blau-Weißen. Kolomasnik. Kolomasnik. Und das war natürlich Verzweiflung pur, sonst nix. Ja, Mensch, Dresden gewinnt mit 2:1 in der Allianz Arena. Ein denkwürdiger Tag auch für ihren Oldie Ansgar Brinkmann. Jetzt ist Trost nötig von ganzem Herzen. Klaus Müller, bitte. Rainer Maurer, einen Vorwurf, glaube ich, kann man Ihrer Mannschaft nicht machen, nämlich mangelndes Engagement. Aber warum haben heute die Mittel gefehlt? Wir haben in der ersten Halbzeit defensiv, waren wir viel zu schwach, da haben wir in der Innenverteidigung zu viele Fehler gemacht. Und in den Namen natürlich da gute Chancen ermöglicht, wo sie auch dann eben 2 Tore ausgezielt haben. Es war, glaube ich, ein paar bei uns dabei, die waren ein bisschen, keine Ahnung, nicht ganz bei der Sache in der ersten Halbzeit. Da waren wir alle dazu, nicht nur ein paar, sondern alle. Wir hatten vielleicht ein bisschen Respekt vor den Dresdner Fans, aber das darf uns nicht passieren. Wir spielen zu Hause, wir spielen in unserem Stadion. Es ist scheißegal, wie viele Dresdner Fans hier sind. Wir müssen hier unser Spiel machen und wir müssen das nächste auch wieder gut machen. Wir sind jetzt alle natürlich enttäuscht, dass das heute nicht geklappt hat. Aber wir müssen jetzt trotzdem weiter Gas geben und schauen, dass wir dann am Ende aufsteigen. Vorbeck und Kukielka, tolle Leistung. Und die Bauchlandung für 60 München gegen clevere, ausgepuffte Sachsen. Na, vielleicht standen die Löwen doch zu sehr unter Druck bei der Kulisse. Fest steht auf jeden Fall, Dresden geht in die Geschichte ein, zumindest was den heutigen Sieg angeht. Denn Dynamo ist die erste Gastmannschaft, die in einem Bundesliga-Pflichtspiel in der Allianz Arena gewinnen konnte. Hansa Rostock hat es versucht gegen 1860 München, klappte nicht und auch in der ersten Liga ging es nicht. Gladbach und auch Hertha BSC Berlin gingen beide leer aus gegen die Bayern eben in der Allianz Arena. Also das heißt doch, dass Dynamo Dresden allen Grund hat, sich zu freuen und zu jubeln. Und mein Kollege Hartwig Töne, der hat sich das Jubeln mal angeschaut. Die Jubelorgie in Gelb-Schwarz. Fans und Spieler feierten noch lange nach Schlusspfiff einen Sieg, der ganz Dresden in Euphorie versetzt.
Jubelt Ihr Herz als Trainer, wenn man sowas erleben darf? Natürlich jubelt es das. Also es ist Wahnsinn, volles Haus und wir können noch gewinnen hier. Wir waren taktisch heute sehr stark und ich denke, wir haben heute hier verdient gewonnen. Es ist natürlich schön, wenn man 2-1 gewonnen hat vor so einer Kulisse und gegen Spitzenreiter, obwohl das momentan nach 4 Spieltagen noch nichts auszusagen hat. Aber könnte man sich daran gewöhnen, wenn die alle so jubeln. Ne? Der Star des Spiels ganz bescheiden. Marco Vorbeck mit 2 Treffern machte er den Sieg perfekt. Der Dank, große Komplimente der Mitspieler. Er hat heute unglaublich gespielt. Er ist wirklich da vorne brandgefährlich. Er ist sauschnell, auch mit Ball. Ist im 1 gegen 1 stark und man hat heute gesehen, wie wichtig er für Dynamo Dresden ist. Nach seinem letzten Treffer sagte er noch, auch ein blindes Huhn findet manchmal ein Korn. Doch das scheint nun zur Regel zu werden. Für Vorbeck ist eine Leistungsexplosion selbst ein Rätsel. Keine Ahnung, also ich weiß nur, dass ich jetzt vorne als Stürmer spiele und das Spiel so einigermaßen auch auf mich abgeschnitten ist. Und vielleicht deswegen, weiß ich nicht. Er hat ein Bombenspiel gemacht und die Deckung hat ihn überhaupt nicht in den Griff bekommen. Fans und Spieler in Euphorie. Tabellenplatz 2. Wie viel Platz bleibt zum Träumen? Unser Blick geht nicht nach oben. Wir müssen nicht aufsteigen. Im Gegenteil, wir wollen uns von den unteren 4 Plätzen fernhalten. Und ich bin mir sicher, dass wir das schaffen. Die 20.000-Mann-Karawane zog erst langsam aus der Arena ab, um dann gleich weiter zu feiern. Ja, ich glaube, die Autobahn, da wird es richtig krachen, glaube ich, an den Raststätten. Im positiven Sinne natürlich, hoffe ich. Und Kompliment an unsere Fans. Ich glaube, 15.000 oder 20.000 sind heute hierher gereist. Und der Danke von der ganzen Mannschaft an unsere Fans. Hut ab, Respekt, dass ihr heute alle hier wart. Ein historischer Abend für Dynamo Dresden, der noch lange nicht vorbei ist. Bei Nieselregen und 12 Grad, alle Plätze nicht überdacht. Die Euphorie in Dresden ist einfach sensationell. Dynamo in Gelb-Schwarz, Braunschweig in Blau-Weiß. Dynamo Dresden mit der ersten Möglichkeit in diesem Spiel. Dexter Langen. Auf Ansgar Brinkmann. Brinkmann zieht nach innen. Wir sind bereits in der 14. Minute und das war die erste Aktion in Richtung eines Tores. Von wegen Spitzenspiel, Respekt und Abtasten zunächst das Motto. Dann aber Dynamo mit dieser Ecke von Brinkmann. Und Langen aus dem Hinterhalt. Die Serien beider Mannschaften lähmten die Teams. Viele unsaubere Zuspiele, kaum flüssige Kombinationen. Erstes Braunschweiger Vortasten in der 19. Minute. Und plötzlich wurde auch Fußball geboten. Ahmed Kourou auf Bick und Graf. Der Kapitän übernahm die Initiative. Die Tabellenführung dürfte Braunschweig eigentlich nicht lähmen. Spitzenreiter zu sein ist für die Eintracht kein ungewohntes Gefühl. Kennen Sie aus der letzten Saison. Das ist Grimm, frei, abgeblockt. Aber dann Langen gegen Tauer. Nach 26 Minuten hatten wir in Dresden den ersten Aufreger. Eine Fehlentscheidung von Schiedsrichter Drees. Denn es hätte hier Elfmeter geben müssen. Langen trifft Ball, aber auch Tauers rechtes Standbein. Gegen 1860 waren einige Dresdner in überdurchschnittlicher Verfassung. Heute wirkten einige noch feiermatt. Ansgar Brinkmann. Auf Joshua Kennedy. Dankbarkeit für kleine Aufmerksamkeiten, Devise der ersten halben Stunde. Die jüngsten Erfolge in der Liga wirkten wie ein Bleigürtel für alle 22 Spieler. Meist nur Einzelaktionen, so wie hier Bick. Distanzschütze im Dauerregen, eine gute Idee. Bei Dynamo war das tolle Erlebnis der Vorwoche bei den Löwen noch zu präsent. Die Köpfe noch nicht wieder rein. Vielleicht jetzt mit Joshua Kennedy. Der ließ sich fallen. Raus auf Ansgar Brinkmann. Brinkmann vorbei an Siegert. Und es gibt Ecke. Für jeden Eckball gab es jetzt schon Applaus. 35. Minute. Die anschließende Ecke, getreten von Fröhlich. Und in der Mitte zeigte sich Vorbeck zum ersten Mal. Ja, der 4 Tore Vorbeck, der die 60er fast allein düpierte. Der 24-Jährige hat an 4 Spieltagen bereits Dynamo-Geschichte geschrieben.
den Tor-Saison-Startrekord bei Dresden aufgestellt. 4 Tore an den ersten 4 Spieltagen, das ist weder einem Marschall noch einem Gütschow gelungen. Braunschweig mit Amedik. Siegert. Viele lange Bälle. Dann ist Riescher am Ball. Kuru aus dem Nichts, die Braunschweiger Führung. 1:0 Eintracht, 4. Saisontor des Türken. Während Dieter Hoeneß mit Turban offensiv traf, ermöglichte Schick mit seinem Torban das Gegentor. Missverständnis dann auch noch zwischen Oppitz und Kresic in der Mitte. Ruft der Keeper nicht, muss Oppitz hier klären. Die Voraussetzungen für Dynamo waren in der Vorwoche identisch. Auch da spielte der drittplatzierte Dresden gegen den Tabellenführer. Trotzdem war der Fußball heute anders. Dynamo viel zurückhaltender. Amedik, Handspiel, jetzt reklamiert von den 17.000. Die Kriterien bei Ihrer Analyse von Amedik. Atypische Bewegung, nein. Handbewusst zum Ball, auch nein. Kein Elfmeter. Richtig. Vor 16 Jahren war Braunschweig das letzte Mal Tabellenführer der zweiten Liga. Mit der Führung im Rücken kam zum Ende der ersten Hälfte das Selbstbewusstsein. Rische hier. Und genau das ist die Braunschweiger Qualität. Punktuell die Nadelstiche setzen. :1 lagen Dynamo und Ansgar Brinkmann zur Pause zurück. Kein großer Zauber vom 36-Jährigen. Er, Schwarzer Lichtensteiner als, ja, wie nennt er sich? Rufen Sie uns an in der Werbepause. Wir sind zurück in Dresden. Das 1:0 des Braunschweigers Kuru war der einzige sportliche Höhepunkt im ersten Abschnitt. Aber das Spiel wurde besser in der zweiten Hälfte. 9 der letzten 10 Heimpartien hat Dynamo gewonnen, oft auch einen Rückstand aufgeholt. Fröhlich für Dynamo. Dann kommt Forbeck am Ball. Kein Jubel, kein Ausgleich, denn dieses Tor zählte nicht. Marco Forbeck stand mehr als einen Meter im Abseits. Dresden tat sich im Spielaufbau schwer und Braunschweig attackierte auch sehr zeitig. Ludwig auf Kennedy. Der sieht Forbeck und dieser Forbeck sucht das 1 gegen 1. Dass sich nicht alle Zweitligisten so austanzen lassen wie die 60er letzte Woche. Das versuchte der 60er, der Christoph Franke, seinem Youngster diese Woche zu vermitteln. Braunschweig spielte auf Zeit, wollte die Führung verteidigen, verschleppte das Spiel. Das zweite Tor, das wär's. Grimm, angetäuscht, aber abgespielt auf Kuru. 60. Minute, wieder kein Tor, denn wieder abseits, aber diesmal diskussionswürdig. Riesche und Graf im Abseits, Schütze Kuru, aber gleiche Höhe. Graf vielleicht nicht klassisch passiv, bewegt sich zum Ball. Dynamos Vorstellung insgesamt heute schwach, aber nur 1:0 für Braunschweig und noch 20 Minuten Zeit. Vorweg. Kommt ein bisschen unter den Ball, löffelt damit, anstatt straff und flach zu schießen. Nach seinem Glanzauftritt letzte Woche sagte der 24-Jährige, hätte ich vorher gewusst, wie leicht das Tore-Schießen ist, hätte ich es auch schon bei Hansa Rostock so gemacht. Heute schien er bislang alles verlernt zu haben. Bislang. Denn in der Schlussviertelstunde zog sich Braunschweig sehr zurück, brachte sich unnötig in Gefahr. Kennedy. Und dann der Braunschweiger Brinkmann, der Dennis Brinkmann. Das hätte zu diesem Spielverlauf gepasst, wenn die Braunschweiger hier mit einem Eigentor die Tabellenführung verspielen würden. Wir gehen in die Schlussphase. 86. Minute, Freistoß Dynamo. Bereitstand Witold Wawczyczek. Zu Cottbuser Bundesliga-Zeiten als Mr. Linkshammer bekannt. Wawczyczek.
Probleme. Stuckmann. Viel Musik in diesem Schuss, aber eben nicht platziert genug. Einige der 17.000 gingen dann kurz vor Feierabend. Wehrte sich Dynamo sonst noch bei den Heimspielen gegen Rückstände, traute heute wohl selbst der Anhang dem Team nichts mehr zu. Wawrczyk, wieder so ein langer Ball. Kennedy auf Stanic. Stanic, alle die gegangen waren, werden es bereuen. Tomislav Stanic, Sekunden vorher eingewechselt mit dem Ausgleich. 1:1. Der Sechser Amedik war für Kennedy im Luftkampf eingeteilt, wollte Brinkmann helfen, vergaß aber Stanic. Wunderschön aber auch, wie René Beuchel hier dem Amedik den Weg versperrte. Ganz am Ende war es dann ein Spitzenspiel, weil Dresden urplötzlich Gas gab und jetzt auch noch den Sieg wollte. Die Braunschweiger Löwen nicht mehr bissig. Joshua Kennedy mit Passschärfe auf Vorbeck. Dernat Amedik, das wäre eine Geschichte geworden. Der Held war abgetaucht, aber urplötzlich wieder auferstanden. Zweimal scheiterte Vorbeck vorher mit Schüssen auf das lange Eck. Jetzt suchte er den kurzen Pfosten, aber auch da war Stuckmann nicht zu bezwingen. Ganz starke Parade des Braunschweiger Keepers. Wenn es am schönsten ist, machen wir Schluss. 1:1 trennen sich Dresden und Braunschweig. Nach Euphorie nun Realität. Stimmen eingefangen von Felix Schwadorf. Wir haben die letzten drei Spiele gewonnen gehabt. Das ist normal, dass man jetzt... Da ist die Erwartungshaltung vielleicht von innen auch ein bisschen anders, hat man dann irgendwo gemerkt. Und wusste man vielleicht nicht, jetzt kommt Braunschweig, ist ein Aufsteiger. Die Leute erwarten, dass man die jetzt auch noch wegfegen. Nein, das ist die zweite Liga und man merkt ja, wo sie stehen, Braunschweig. Ich denke, die stehen zurzeit zurecht dort oben. Also ganz ehrlich zu sagen, ich fand 1860 ein bisschen besser, schon allein vom Technischen her. Und die haben auch mehr Chancen rausgearbeitet. Aber die das heißt, dass ihr heute nicht so doll wart? Ja, wir haben heute viele individuelle Fehler gemacht, denke ich, durch viele Fehlpässe und Ballverluste. Und dadurch haben wir sie halt stark gemacht. Wir haben die Möglichkeiten gehabt, hier 3 Punkte zu holen. Auf der anderen Seite, wenn man, sag ich mal, dann hinten raus auch noch riesiges Pech hat und Stucki kurz vor Schluss dann nicht sensationell reagiert, dann stehen wir ganz ohne Punkt da. Aber klar, vor dem Spiel, wenn man gesagt hätte, wir nehmen einen Punkt aus Dresden mit, wäre ich hochzufrieden gewesen. So bin ich nicht unzufrieden. Aber ich denke, es hätten auch 3 sein können. Unser Fazit des Tages. Fußball kann ganz schön schmerzhaft sein, aber eben auch wunderschön. Mit dem Jubellauf des 2 Meter großen Zaunkönigs Tomislav Stanic sagen wir Tschüss aus Dresden. Bochum wartet die geballte Offensivkraft von Joris van Hout und Edu auf den Spitzenreiter Schreck. Edu, bislang 6 Saisontore, hat in Joris van Hout einen kongenialen Partner gefunden. Vor diesen beiden hatte Dresdens Trainer Franke vor dem Spiel den größten Respekt. Außerdem hat Dresden in 6 Partien noch nie gegen Bochum gewonnen. Gute Gründe also für die in Gelb-Schwarz spielenden Gäste hier erstmal defensiv zu starten. Damit gab es aber auch viel Platz im Mittelfeld für die einzig noch ungeschlagene Mannschaft der zweiten Liga. China kommt nach nur 60 Sekunden an den Ball, ein bisschen weit weg, aber das Ding wird richtig gefährlich. Eigentlich eine Frechheit, aus der Entfernung zu schießen, und Gresic sieht das auch so. Nette Geste, finde ich. Aber der Ball hoppelt auch genau ins Eck. Die langen Finger von Gresic verhindern einen frühen Rückstand. 5. Minute, der VfL machte gewaltig Druck. Freistoß Misimovic. Und alle verpassen, nur der Drisek nicht. Dem Jubel folgt der Frust, kein Tor. Edu, fallen da eine Menge portugiesische Schimpfwörter ein Richtung Schiedsrichterassistent. Und wir können auch mit 2 Zeitlupen nicht endgültig entscheiden, ob dieser Ball in vollem Umfang hinter der Linie war. Wahrscheinlich ja, aber schauen wir noch mal hin. Wer kann da schon sagen, was unter dem Körper von Gresic passiert? Und hier im Stadion muss nur einer entscheiden, und das ist Schiedsrichter Thomas Frank. Das Spiel wurde leider rapide schlechter. Dresden machte komplett dicht, nur Edu fand manchmal eine Lücke dank seiner Wucht und Dynamik.
Aber das waren Einzelaktionen, leicht auszurechnen für Dynamo. Deshalb musste Bochums Trainer Marcel Koller von außen eingreifen. Nach wie vor gab es Ballbesitz fast ausschließlich für die Blauen. Es fehlten aber die Ideen im Mittelfeld und immer wieder wurde Edu gesucht. Da ist er wieder am Ball und Kukielka ist diesmal in der Schussbahn des Brasilianers. 17.500 Zuschauer waren ins Ruhrstadion gekommen, trotz der frühen Anschlusszeit, um ihren VfL anzufeuern. Aber jetzt, nach über 40 Minuten, wurden die Gäste plötzlich frech. Die kamen doch tatsächlich über die Mittellinie. Butcher klärt aber nicht weit genug. Dresden rollt noch einmal an. Und dann Beuchel kommt einen Schritt zu spät. Aber gegen wen kommt der da zu spät? Gegen einen, der eigentlich hier Tore schießen sollte. Joris van Hout rettet da mit dem ganz langen Bein in höchster Not. Die 45. Minute, nochmal Dynamo Dresden. Der VfL Bochum mit den Gedanken wohl schon in der Kabine. Die lange Flanke genau auf Kennedy und der nochmal mit diesem Ausrufezeichen. Dann war Pause. 0:0 stand's, auch weil der Brasilianer Edu noch nicht getroffen hatte. Der war ja auch eigentlich mal irgendwann als Linksverteidiger nach Bochum gekommen. Aber Präsident Werner Altegör hat ihn gesehen und hat gesagt, probiert den doch mal im Sturm aus. Und jetzt sage noch einer, die Präsidenten wären nur Repräsentanten ihrer Clubs. Christoph Franke war nach Bochum gereist, um einen Punkt zu holen. Bislang ging seine Defensivtaktik auf. Beide Teams spielten unverändert in der zweiten Hälfte weiter. Dresden mit Ludwig. Dann der VfL am Ball, noch ein wenig unsortiert. Vielleicht verarbeiteten die Jungs noch die Kabinenansprache von Marcel Koller. Geht ein wenig lässig hinten rum. Van Deinhoven kommt an den Ball. Was macht der? Der geht ins Dribbling. Was soll das denn? Vorweg dazwischen und dann liegt er da. Kein Pfiff. Aber ganz ehrlich, solche Schubser mit dem Arm in den Rücken des Gegenspielers, die sind auch schon geahndet worden. Andere Seite, Eckball Bochum-Misimovic. Und Butcher, viel zu frei bei seinem Kopfballversuch. Und weil er so frei war, macht er unter dem Strich zu wenig aus seiner Chance. Und so sah das aus, wenn Dresden den Ball hatte. Kennedy, gehetzt von gleich drei Bochumern. Und die waren so giftig. Dann Stebel, Edu, Van Hout, Misimovic. 55 Minuten gespielt, immer noch 0:0. Es war ein Geduldsspiel für Marcel Koller und seine Mannschaft. Der Spitzenreiter dominierte ohne Frage. Alle Spieler waren in Bewegung, nur die Räume, die wurden da vorne immer enger. Zu selten wurde der Ball einmal so direkt gespielt wie hier. Das wäre vielleicht ein Rezept für die nächsten 35 Minuten, denn so viel Zeit hatten sie noch. Dresden stand nur noch hinten drin. Die Jungs, die mitgereist waren, die Fans, die versuchten ihrer Mannschaft zu helfen. Und wieder der VfL und wieder mal mit Stebel. Bochums Kapitän auch heute wieder Dreh- und Angelpunkt in der Zentrale. Seine Flanke und da hinten Joris van Hout. Aber Krešić bereinigt sowas geradezu einhändig. Es war zum Verzweifeln. Edu, auch er rackerte, er kämpfte, aber auch bei ihm ging bislang nicht viel zusammen. Die Fans forderten Darius Wosch und eine Viertelstunde vor Ende bekamen sie ihren kleinen Liebling. Misimovic musste für ihn auf die Bank. Die Anspannung deutlich zu sehen im Gesicht von Marcel Koller. Und jetzt eine ganz seltene Begebenheit in dieser zweiten Hälfte. Dresden vor dem Tor des VfL. Maltritz und Ludwig. Volles Risiko und fast wurde er belohnt. Und ob Van Deinhoven da wohl noch rechtzeitig hingekommen wäre. Andere Seite, Freistoß, Darius Wosch. Und Rüsek. Dem VfL lief die Zeit davon, aber in den ersten beiden Heimspielen haben die Bochumer immer in der Nachspielzeit getroffen. Andererseits, so viel Glück kann man ja auch nicht immer haben. Wieder Eckball, Wosch und wieder Dresek, Krešić. Den Abwehrstrategen der Bochumer hielt nichts mehr in der eigenen Abwehr, aber da wurde er ja auch eigentlich gar nicht mehr gebraucht.
Und Dresdens Keeper Krešić geht da lieber mal auf Nummer sicher. Noch 10 Minuten zu spielen, kein gutes Fußballspiel, aber spannend war es. Hier ging wirklich keiner früher nach Hause. Es folgte Eckball auf Eckball für den VfL Bochum. Der nächste, getreten von Wosch. Dann Maltritz und Kagara rettet den höchster Not. Maltritz ärgert sich, aber diesmal gab es nun wirklich nichts zu diskutieren. Kagara klärt den Ball eindeutig vor der Linie. Rüber auf die andere Seite. Es gibt Eckball für die Gelb-Schwarzen. Aber die schafften es einfach nicht, auch den Ball mal da vorne zu halten. Das hätte mal für Entlastung gesorgt. So aber kontert der VfL im eigenen Stadion. Und über wen? Natürlich über Edu. Da hat er endlich mal Platz, den er braucht. Gewinnt den Zweikampf. Und dann der Rückpass, aber Wawrczyk in letzter Sekunde dazwischen. Edu ist schnell, kraftvoll und auch noch dynamisch. Und vor allen Dingen, er kann mit dem Ball richtig gut umgehen. Auch heute wieder mit einer insgesamt starken Partie. Er holt hier nochmal einen Eckball für den VfL Bochum raus. Diesmal tritt nicht Darius Wosch an, sondern Philipp Trojan. Und auch der zielt auf Dritzig. Tor! Doch noch das 1:0 für den VfL Bochum. 88 Minuten unermüdliches Anrennen wurde am Ende belohnt. Das Tor präsentiert von Pavel Dresek, allerdings mit freundlicher Unterstützung von Dexter Langen. Denn den Ball muss der Verteidiger rausschießen. Aber da war irgendwie der Fuß falsch eingehängt. Die zweite Zeitlupe macht es noch deutlicher. Schluss aus Bochum, gewinnt hochverdient mit 1:0 gegen destruktive Dresdner. Riesenfreude bei den glücklichen Bochumern, aber Oliver Müller wollte natürlich auch wissen, wie es jetzt wohl den Dresdnern geht. Auf Deutsch gesagt beschissen, weil wir haben gut dagegen gehalten. Am Ende muss man anerkennen, dass Bochum viel besser war, dass sie auch diesen Sieg verdient haben. Aber wenn man bis zum 90. Minute ja gut steht und dann so ein Tor kassiert, ist ja... Traurig ist man erst ja angefressen, und weil wenn man da auf der langen Pfosten steht, dann muss man den Ball raushauen, nicht selbst ins Tor reinschießen. Dynamo war heute sehr, sehr defensiv. Oder würden Sie das anders beurteilen? Es war eigentlich nicht so geplant. Wir wollten schon ähnlich wie in München immer wieder auch Konter nach vorn setzen, nur wir haben die Bälle schlecht gehalten und dadurch wurde der Druck. Das ist der Weg der Dresdner Spieler vor einem Heimspiel im Rudolf-Harbig-Stadion. Raus aus dem Bus, vorbei an den ersten Fans. Und dann wird's kurios, durch den eigenen Fanblock runter ins Stadion und dann in die Kabine. Also so enger Fankontakt vor einem Spiel. Er sah nicht so aus, aber Ignaz Krešić nahm auf der Bank Platz, Dynamos Stammtorhüter, wegen einer Blockierung im Rücken. Er wollte kein Risiko eingehen. Torhüter sollen ja mitunter verrückt sein. Krešić beweist wiederholt Vernunft. Ins Tor rückte Darko Horvat, der Kroate. 1,90 Meter groß und im Training stark. Christoph Franke hatte überhaupt keine Bedenken, ihn zu bringen. Dynamo in Gelb-Schwarz. Heiß war es schon in der 8. Minute. Schweißnass das Gesicht von Carsten Oswald. Lukas Kruse zum 3. Mal im Paderborner Tor. Oswald beim Freistoß. Joshua Kennedy, doch für seinen Ball findet sich kein Abnehmer. Vorbeck, zweite Spitze bei Dynamo. Sie spielten genau wie beim 0:1 in Bochum. Dynamo Familientag heute, volle Ränge, faszinierende Fußballstimmung. 10. Minute, Christian Fröhlich. Heute spielte er auf der rechten Seite. Fröhlich mit diesem Freistoß, abgeblockt. Ganz tief standen sie, die Paderborner. René Müller störte zaghaft. Kein Wunder, dass der Ball sofort zurückprallt. Vorbeck gegen Bollmann, Marco Vorbeck. Schon 4 Saisontore, der Ex-Rostocker ist inzwischen ein echter Dynamo. Lukas Kruse sieht sein Team gut organisiert hinten und mutig vorn. Sie schwärmten aus. Benjamin Schüssler sucht René Müller. Kukielka köpft ab und dann Laufduell zwischen Langen und Schüssler. Maß kompromisslos. Intensiv ging's los, ohne dass viel rumkam.
Die Chance dieser Anfangsphase hatte Vorbeck. Bollmann mit dem Fehler und dann klärt er mit der Fußspitze. Clever gelöst. Christoph Franke in Bochum mit der Offensive unzufrieden, erwartete von Oswald und Kennedy eine Leistungssteigerung. 13. Minute und das wird eine ganz bittere für den SC Paderborn. Achten Sie auf den vordersten Blauen, auf René Müller. Da strauchelt er und bricht zusammen ohne jede Fremdeinwirkung. Oswald und der Schiedsrichter Sala sind sofort bei ihm. René Müller, der Kapitän, der Torjäger verletzt. Oh, ist das bitter für den SC Paderborn. Was für Ausfälle in dieser Saison. Brauers gesperrt, dann fehlte Maas mit Gehirnerschütterung. Und nun tragen sie Müller raus, den Kopf der Mannschaft. Der junge Daniel Brinkmann kam. 20. Minute, Kagara. Dynamos Spiel immer ähnlich. Es ist die Suche nach dem Känguru, nach Joshua Kennedy, 1,92 Meter groß. Heute war er agil, aber nicht mehr frei, ist er von Kritik in Dresden. Noch ohne Saisontor, nicht mit den starken Leistungen der letzten Saison, aber er soll Erstligagedanken im Kopf haben. 27. Minute, Paderborn stand zwar kompakt, spielte aber keineswegs destruktiv. Freistoß, Maas. Kennedy direkt zu Bollmann, dem Verteidiger, Bollmann und Horvath. Darko Horvath, jetzt will er den Konter einleiten, aber wohin mit dem Ball? Niemand bietet sich an, keiner ist frei. Und so gibt's den Pass zu Langen. Kompakte Leistung der Blauen. Dynamo im eigenen Stadion unter Druck. Dann dieser Notpass von Horvath und Njeng, der beste Techniker in den Reihen der Paderborner. Njeng, was kann der am Ball? Marcel Njeng. Und dann sieht er auch noch Brinkmann, Daniel Brinkmann. Trifft in den Winkel. Was für ein großes Tor von Brinkmann und Njeng. Der Kapitän René Müller verletzt raus. Und dann kommt dieser 19-jährige Jungdachs, dieser Daniel Brinkmann, und springt sofort ein. Aber erstmal Njeng. Wie tanzt der die Dresdner Abwehr aus? Und Brinkmann gegen den bissigen Kukielka mit seinem ersten Zweitligator. In der letzten Saison hatte Brinkmann 5 Regionalliga-Minuten. Heute seine dritte Einwechslung in der zweiten Liga. Diesen Schuss und diesen Tag wird er nie vergessen. Und sein Kapitän René Müller. In derselben Minute hieß es für ihn Tür zu und Abfahrt ins Krankenhaus. Diagnose Beckenprellung, gute Besserung. Wenn der gewusst hätte, wie es in dieser Situation im Stadion steht, er hätte schon wieder lächeln können. 37. Minute, wieder Lang auf Kennedy. Kagara, wenig Vorstöße des Dänen bis hierher. Nun nutzt er mal seinen schnellen Antritt. Und dann die zweite Welle, Beuchel und Oswald. Der Paderborner Riegel, er wird noch nicht aufgeweicht, vielleicht auch, weil er fehlte. Dresdens Bringmann, der Ansgar, wegen Rückenbeschwerden nur auf der Tribüne. Zur Pause stand es 0:1 durch das Tor von Paderborns Brinkmann, dem Daniel ihren ersten Stadionbesuch hätte sie sich an Dynamos Familientag sicher ganz anders vorgestellt. Okay. Zweite Halbzeit, Dynamo mit Freistoß. Christian Fröhlich. Kennedy und dann schreien sie alle Hand. Marco Vorbeck nicht, der hat's nicht gesehen. Aber Marc Guife Agufan, der Kameruner, war offensichtlich mit der Hand am Ball. Aber war's Absicht? Nur das zählt. Guife Agufan zieht den Arm deutlich sichtbar weg. Kein Elfmeter, richtige Entscheidung. Marco Guife Agufan gleich nochmal im Mittelpunkt. Gegen Beuchel, ist das rot? Nein, Sala entscheidet gelb. Guife Agufan, er macht sich sofort vom Acker, denn der weiß, dass er hier Glück hatte. Von hinten voll in die Beine. Und dann Gerangel. Oswald und Kukielka schieben Schulp von Fröhlich weg. Sala ruft Schulp und Fröhlich zu sich und zeigt beiden gelb. Fröhlich, der soll sich jetzt umdrehen und Sala sieht, es ist die 13. Gelb-rot. Und damit wird eine Szene auf den Kopf gestellt. Guife Agufan schlittert böse rein. Und Fröhlich holt sich dann den Ball für den Freistoß. Schuld mit der 8 von hinten. Da schleicht er sich an, will Fröhlich ärgern, ein bisschen verzögern.
Fröhlich, der wehrt sich hier und dann Schulp mitten ins Gesicht von Fröhlich. Der freche Schulp, der wusste natürlich, gibt's hier die oft gezogene Doppelgelbe, fliegt Fröhlich runter. Der Plan geht auf, Schiri Sala reingelegt, Dresden und Christian Fröhlich benachteiligt. Dresden nun zu 10, Paderborn hatte Platz. Schüssler ist das, Benjamin Schüssler. Und in der Mitte, da läuft der Torjäger, da läuft Marcel Cheng. Knapp am vierten Saisontor vorbei. Die 63. Minute, Carsten Oswald raus, noch nicht der Leader der letzten Saison. Wawczyczek rein. 67. Minute, Dresden versuchte sich ins Spiel zu rackern. Marco Vorbeck selten mal im Strafraum am Ball. Hier hatte er ihn, gegen Becker. Und er setzt sich durch, die Flanke gelingt. Aber die Paderborner, sie waren ganz dicht dran an ihren Dresdner Gegenspielern. 68. Minute. Marcel Cheng passt raus und läuft in die Spitze. Er wollte es heute schießen, sein viertes Saisontor. Aber wenn er sich so plump anstellt, dann gibt's dafür natürlich Erregung und die gelbe Karte. Gegen Braunschweig gelang Dresden ein spätes 1:1, aber da waren sie zu 11, heute nur zu 10. Sie versuchten alles, oft hoch, aber da waren die Paderborner bärenstark. Vielleicht der zweite Versuch, Wawczyczek und Kennedy. Es war die 73. Minute. Danach passierte nicht viel bis zur 87. Ausgleich oder 0:2, das war jetzt die Frage. Marcel Cheng. Völlig frei. Seine dritte Riesenmöglichkeit. Und Horvath, da zeigte er, wie gut er ist. Der Kresic-Ersatz. Und Cheng nochmal bedient Brinkmann. Brinkmann und wieder Horvath. Sein zweites Tor hätte die Entscheidung bedeutet. Aber es ging noch weiter im Dresdner Strafraum. Dogan eingewechselt. Beuchel fälscht ab. Wären die alle reingegangen, es stünde jetzt 0:4. Aber nach Scherzen war Dynamo Dresden natürlich nicht zumute. 89. Minute. Da ist Vorbeck. Vorbei an Kruse, vorbei am Tor. Gegen Braunschweig das späte 1:1. Der Spielfilm hätte sich heute wiederholen können. Nur Zentimeter fehlten. Noch einmal Paderborn. Dresden müde, der SC gedankenschnell. Dogan. Schöner kann man es nicht mehr machen. Hüsei für Dogan. Erst seit einer Woche spielberechtigt. Nun schon sein erstes Zweitligator. So rum ist richtig. Und das hat er wunderschön gemacht. Kein Vorwurf an Dynamos Defensive. Die waren einfach platt. Horvath im Tor ohne Chance und mit bitterer Bilanz. Sein viertes Spiel für Dynamo, seine vierte Niederlage. Es blieb beim 0:2. Paderborn gewinnt zu Recht. Präsentierte sich als Aufsteiger reif in Dresden. Dynamo zum dritten Mal nicht überzeugend, aber der Ärger über die gelb-rote Karte, der ist zu Recht. Annette Settler fragte nach. Ich weiß nicht, wer mein Gegenspieler war. Der fest mir ins Gesicht und ich sag nur zu ihm, was das soll, aber ich glaube, der Schiri wusste nicht, dass ich gelb hätte, sonst hätte er uns beide ermahnt. Meine Damen und Herren, sehen wir die Fans von Dynamo Dresden, die heute vor der Partie in Siegen eine benachbarte Brauerei mit dem Namen Krombacher besuchten und dann anschließend nach traditioneller Art mit Pferdewagen Richtung Stadion zu fahren. Wie man den Bildern entnehmen kann, ein Riesenspaß für alle Beteiligten, der vielleicht auch ein bisschen darüber hinwegtröstet, dass Dresden aus den letzten drei Spielen gerade mal einen Punkt. Richtig eng bei Dynamo Dresden. Auf der Bank sitzen heute nur noch vier Feldspieler, darunter auch der immer noch angeschlagene Ansgar Brinkmann. Nach einem letzten Test heute Morgen war klar, es reicht nicht für die 90 Minuten, aber er setzt sich wenigstens auf die Bank. Dagegen aufatmen im Siegerland, denn Sven Lindjens ist rechtzeitig fit geworden. Wegen Kniebeschwerden musste er im Training pausieren, aber Jan Kocian kann nicht auf seine Mittelfeldstrategen verzichten. Die Gastgeber in Rot-Weiß von rechts nach links. Peter Nemeth und da ist der Spielmacher. Lindjens, feiner Pass auf Billy Rayner. Erstaunlich, dass so ein abgezockter Profi mit Bundesliga- und Champions-League-Erfahrung vor dem Tor immer noch die große Flatter bekommt. Aber die Chance nach 8 Minuten war großartig herausgespielt, vor allen Dingen von Lindjens. Hier tunnelt er Opitz und Rayner dann etwas überhastet.
Aber man erkennt die Handschrift des Trainers. Jan Kocian hat viel an der Spielkultur des Aufsteigers gearbeitet. Dresden holte aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt. Diese Negativserie sollte unbedingt gestoppt werden. Deshalb mischten die Gäste hier von Beginn an ordentlich mit. Kagara kommt und Masic ganz sicher. Eine Viertelstunde war mittlerweile gespielt. Die Partie hier im Leimbach-Stadion war schnell und sie wurde langsam immer härter. Der Zweikampf Döring gegen Lerche. Und Döring wird hier am Auge getroffen, konnte aber zum Glück weitermachen. Keine Absicht von Michael Lerchel. Der 19-jährige Vertragsamateur wurde vor zwei Tagen noch schnell nachnominiert und kam heute zu seinem ersten Profieinsatz. So schnell kann es gehen, wenn dem Trainer die halbe Mannschaft fehlt. Die Gastgeber waren in der Anfangsphase energischer. Spitzak gegen Opitz. Es gibt Eckball für Siegen. Und die wird immer hereingebracht von der linken Seite von Sven Lindjens. Und da ist Döring die Führung. Nach 24 Minuten gerade noch am Auge verletzt. Jetzt aber hat er den nötigen Durchblick. Das erste Profitor des Linksverteidigers und entsprechend groß seine Freude. Etwas abgeklärter wirkt dagegen der Trainer von Siegen, Jan Kocian. Naja, der hat ja auch schon viel mehr erlebt. Und wieder mal war es die Vorbereitung von Sven Lindjens, schon seine vierte in dieser Saison. Und stark, wie Döring hier höher steigt als Joshua Kennedy. Der ist immerhin der beste Kopfballspieler der Gäste. Nach dieser Führung passierte herzlich wenig im Leimbach-Stadion. Und deshalb springen wir in die 40. Minute und sehen wieder eine Ecke von Lindjens. Und diesmal ist Kennedy dran, aber nicht sauber geklärt. Nochmal Lindjens. Und der Ball verpasst nur knapp das Tor. Nein, es war nicht der kleine Billy Rayner, der da köpfte, sondern Oswald hätte fast seinem Torwart ein Kuckucksei ins Nest gelegt. Dynamo Dresden spielt in dieser ersten Hälfte sehr verhalten. Sie zeigten wenig Initiative nach vorn. Dexter Lange noch einer der besseren Dynamos. Immer noch der Verteidiger Langen. Und was ist das? Überraschung, Überraschung für die 14.000 Zuschauer, für den Torschützen Dexter Lange. Und ganz besonders wohl für Siegens Torwart Masic. Sicher, Langen darf nicht so leicht durch Siegens Abwehr laufen, aber den Schuss muss Adnan Masic definitiv halten. Gut vorbereitet war das Ganze von Kennedy, der hier direkt ablegt. Und dieser Dexter Langen ist ein eleganter Spieler. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Hier allerdings hat er auch noch das Glück des Tüchtigen, weil Masic sich mal wieder eine kurze Auszeit nimmt. Siegens Keeper, ein Mann zwischen Spitzenklasse und Kreisklasse. Als Trainer wirst du wahnsinnig mit dem, so Jan Kocian noch kurz vor dieser Partie. Die Sportfreunde waren bislang das bessere Team, nur nicht effektiv genug vor dem gegnerischen Tor. Krešić. Und jetzt fängt der auch noch an. Opitz kann nicht mehr helfen. Naurod, Andreas Naurod. Und was sollte das jetzt bitte sein? Eine Minute vor der Pause, diese große Möglichkeit, wieder in Führung zu gehen. Da muss ein Abschluss her, anstatt 5 Meter vor dem Tor nochmal zu flanken. 1:1 zur Pause und auf der Tribüne schaute einer zu, der letztes Jahr solche Bälle noch versenkt hat. Patrick Helm ist mittlerweile zum 1. FC Köln gewechselt. Pünktlich zur zweiten Hälfte schloss sich unser Kameramann dann wieder in seinem Käfig ein. Der Grund hier in Siegen ist der Arbeitsplatz mitten im Block der Gästefans. Beide Teams kamen unverändert, aber Christoph Franke muss seinen Jungs mächtig die Leviten gelesen haben. Denn Dresden trat jetzt ganz anders auf. Lerchel, der Neuprofi, spielte durchaus gut mit heute. Seine Flanke findet Kennedy. Der Australier zuletzt ja nicht mehr so überragend. Das liegt vielleicht an den vielen Angeboten anderer Vereine, so zum Beispiel 1860 München. Jetzt will er sich bis Weihnachten nur noch auf das Fußballspielen konzentrieren und schon läuft es wieder besser. Krešić. Dresden war jetzt viel präsenter. Die gewannen auch immer mehr Zweikämpfe. Kennedy elegant auf Vorbeck. Barletta vermeidet eine rote Karte und Döring klärt in höchster Not. Eine Stunde gespielt, Dynamo gab hier eindeutig den Takt an. Kagara.
auf Vorbeck. Dresden, das bessere Team. Und draußen machte sich Ansgar Brinkmann schon mal warm, bekam noch letzte Anweisungen vom Co-Trainer. Aber der diskutiert natürlich alles noch mal in Ruhe aus. Masic. Aber irgendwie konnte sich Siegen Mitte der zweiten Hälfte nicht mehr vom Dresdner Druck befreien. Lerchel, der schaut, der sucht und der findet Kennedy. Joshua Kennedy. Der Australier ist wieder da. Sein zweites Saisontor und er holte sich jetzt den verdienten Applaus der 2000 mitgereisten Fans ab. Das 2:1 nach 68 Minuten völlig verdient für die entschlossenen Dresdner. Gut die Übersicht des nur 167 cm kleinen Lerchel. Und Kennedy stellt unter Beweis, warum ihn so viele Vereine haben wollen. Sein Vertrag Ende 2006 und es dürfte verdammt schwer werden, ihn bei Dynamo zu halten. Und so ein schönes Tor verbessert auch auf der Tribüne schlagartig die Laune Ulf Kirsten und Heiko Scholz, zwei Ex-Dresdner, die häufig bei deren Auswärtsspielen dabei sind. Dann musste der 19-jährige Lerchel raus und mit Brinkmann kamen 17 Jahre mehr Erfahrung auf den Platz. Siegen war gefordert, die mussten irgendwie zurückfinden in diese Partie. Nauroth, versuch's mal alleine. Bettenstedt, ein bisschen glücklich, zu Spitzhack. Harmlos, harmlos, was die Gastgeber da vorne zeigten. Und trotzdem kann sich ein Trainer wie Christoph Franke aufregen. Es gibt nochmal Freistoß, 3 Minuten vor Schluss. Billy Reyna. Und da hinten ist Lind Jens. Ausgleich. Und daran haben nicht mehr viele geglaubt hier im Stadion. Und wieder ist Lind Jens der Mann des Tages. Wahnsinn. Ein Tor vorbereitet, eins schießt er mal gleich selber. Insgesamt war Lind Jens an 8 von 13 Siegener Toren in dieser Saison beteiligt. Aber ganz erstaunlich, dass in einer solchen Phase sich keiner mehr von Dresden um Siegens gefährlichsten Mann kümmert. Wir haben noch mal mit der Kamera genau hingeschaut. Schauen Sie mal, wie er sich da wegstiehlt nach hinten. Weit und breit kein Gelb-Schwarzer bei Sven Lintjens. Die letzte Minute. Siegen hatte es noch mal eilig. Wieder Lintjens auf Bettenstedt. Und dann Reyna. Billy Reyna. Klasse die Flanke. Spitzhack! Es wäre auch wirklich des Guten zu viel gewesen. Es blieb beim leistungsgerechten 2:2 unentschieden. Das Ding geht absolut in Ordnung, auch wenn sich Dresdens Trainer Franke vor Ärger die Haare rauft. Ich denke, es ist ein gerechtes Ergebnis, aber wenn man beide Tore aus Standards bekommt und dann eben 2 Minuten vor Schluss, dann ist das schon bitter. Und schade, dass einige Dresdner Fans ihrem Frust auf diese Weise Luft verschafften. Manche Dummköpfe lernen es einfach nie. Im Januar nämlich diesen Jahres gab es eine 1:8 Klatsche beim 1. FC Köln. Danach ging es gegen Dynamo Dresden im Heimspiel. Schub unter Druck damals, unter Zugzwang, ob des Gewinnen müssen. Wacker gewann. 2:1 startete eine Serie. 10 Punkte aus 4 Partien. Also die Pleite in Fürth vergangene Woche könnte abermals eine Initialzündung bewirken. Marco Schub hat jedenfalls von allen Seiten die Unterstützung. Es könnte Schubs letztes Spiel sein als Cheftrainer von Wacker Burghausen. Einen möglichen Plan B bei einer eventuellen Niederlage, den gibt es jedenfalls noch nicht. Wacker im Durchgang 1 von links nach rechts auf 3 Positionen verändert im Vergleich zum Fürth-Spiel mit aggressiven Beginn. Das ist einer der Neuen in der Startelf, Martin aus Lieslo. Guter Ball auf den kleinen Bogavac. Krešić nicht allzu kompromisslos, aber es reicht. 4 Minuten gerade einmal vorbei. Die Burghauser wollten. Das war vom Start weg zu sehen, zu spüren. Dexter Langen, Dynamos Rechtsverteidiger, hielt sich zurück gegen Bogavac. Nochmal gut gegangen. Der Gast aus Dresden, das Team von Christoph Franke, ja selbst in einer Mini-Krise. 5 Spiele ohne Sieg, die Abstiegszone bedrohlich nah. Dynamo ohne 8 nach Burghausen gereist. Personalprobleme über Personalprobleme. Und das merkte man zu Beginn. Wacker entschlossener, Dragan Bogavac. Ja, kein Kopfballungeheuer
aufgrund seiner nur 1,69 Meter 14. Minute. Dragan Bogavac, der Top-Torjäger mit 3 Saisontreffern, völlig frei. Die Zuteilung in der gelb-schwarzen Defensive ausbaufähig. 19 Minuten rum, Dresden in der Selbstfindungsphase. Burghausen diktierte die Partie. Kämpferisch bis dato sehr ordentlich. Deutliche Steigerung im Vergleich zum Fürth-Desaster. Schmidt auf Bogavac, der tanzt Wawczyczek aus. Bogavac, Krisic. Exzellent. 3 sehr gute Möglichkeiten. Nur das ist das Hauptmanko. Burghausen daheim, Tor ungefährlich. Erst 3-mal getroffen in 4 Heimpartien. Naja, diese Heimauftritte, seit über 7 Monaten wartet Wacker auf einen Heimerfolg. Dass der Trainer Markus Schupp dabei so ruhig bleiben kann, Respekt. Und er versteckt seine Nervosität glänzend. Halbe Stunde vorbei, einseitige Geschichte, Dresden stand tief, Spielaufbau, Vorwärtsbewegung nicht erkennbar. Der Tabellen 15. Wacker Burghausen immer mit dem Drang nach vorne. Ronald Schmidt und jetzt Achtung, Dennis Gagara gegen Michael Wiesinger. Kein Elfmeter, für mich eine Fehlentscheidung des unparteiischen Marc Seemann. Klarer Bodycheck sehen wir hier in der Wiederholung vom dänischen U21-Nationalspieler Gagara an Wiesinger. Dresden ohne kreative Momente, ohne Entlastung von den Stürmern Vorbeck und vom Comebacker Thomas Bröker nichts zu sehen, weil in der Luft hängend Wacker oben auf mit Schmidt und mit Bogavac. Der Serbe mit Chance Nummer 4. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Dragan Bogavac nicht zu bändigen von Dresdens Innenverteidigung. Die Partie temporeich mit deutlichen Vorteilen für die Gastgeber. Nach 32 Minuten eine gelb-schwarze Seltenheit in Durchgang 1. Dynamo, der Tabellenelfte in gegnerischen 16er mit Marco Vorbeck, aber der hat Ladehemmungen. Seit 5 Partien erfolglos. Rassiges Spiel und Kompliment an die Gastgeber. Sie betrieben deutlich mehr Aufwand. Sie führten Gespräche unter der Woche. Man geigte sich gegenseitig mal so richtig die Meinung. Und das schien zu fruchten. Thorsten Burkhardt geschickt gemacht, aber knapp verfehlt. 41. Minute. Chancen für 2 Spiele. Aber positiv herauszuheben. Burghausen kreierte seine Möglichkeiten aus dem Spiel heraus. Ein Duell auf Augenhöhe, so sagte Dynamo-Coach Christoph Franke vor der Partie. Nix war's, die Oberbayern klar Herr der Lage. Sie spielten hier richtig gut auf mit Ronald Schmidt und mit Burkhardt Krisic. Unfassbar. Klasse Tat von Ignaz Krisic kurz vor der Pause. Das erlösende 1:0 längst überfällig. Nochmal die dicke Möglichkeit für Burkhardt und die glänzende Tat von Ignaz Krisic. Und draußen Markus Schupp. Ja, da kannst du dich nur noch ungläubig verkriechen. 0:0 zur Pause. Wacker-Manager Kurt Gaukler. Erstmals seit dem Aufstieg 2002 nicht auf der Bank. Und er sagte vor der Partie, ich gebe der Mannschaft und dem Trainerteam die Chance, Versäumtes wieder gut zu machen. Nur es fehlte bis dato etwas Zählbares. Abschnitt 2, keine Wechsel, aber gleiches Bild. Wacker stürmisch. Dresden zunächst weiterhin nur hinten drin. Thorsten Burkhardt abgeblockt. Immer wieder. Entweder das Unvermögen der Oberbayern oder irgend so ein Körperteil der Gäste im Weg. Thorsten Burkhardt mit der Möglichkeit. 48. Minute. Dynamo Dresden wanderte auf einem ganz schmalen Grat. Nur defensiv agieren, das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Wawczyczek ist das mit dem Fehler in der Vorwärtsbewegung und dann geht's blitzschnell. Dragan Bogavac, kein Abseits. Dragan Bogavac, Ignaz Krisic. Markus Schupp am Rande der Verzweiflung. Selbst die Tore schießen kann er nun auch wieder nicht. Einzig die ungenügende Chancenverwertung konnte Schupp bis dato seiner Mannschaft vorwerfen. Dresden weiter harmlos, 62 Minuten rum, Freistoß Wiesinger abgeblockt und da kommt Ronald Schmidt. Zuletzt 4-mal hintereinander nur Reservist, heute durfte er wieder ran. Na klar, hat er doch in der Vorsaison gegen Dynamo Dresden den 2:1-Siegtreffer erzielt.
Christoph Franke, mit einem Punkt wäre er hochzufrieden nach dem bisherigen Spielverlauf. Denn Dynamo nur reagierend. Ja, die Sachsen sind auch verunsichert. Wie sagte doch Kapitän René Beuchel, wir stecken im Abstiegskampf. Apropos Abstiegskampf, darauf komme ich gleich noch einmal zu sprechen. Burghausen rannte an und rannte an. Fink inzwischen drin in der Partie und dann Ronaldo Schmidt wieder zurück auf Oliver Fink. Ja, so ist das im Abstiegskampf. Man erspielt sich Chancen, aber irgendwie will keine davon versenkt werden. Sie kämpften und rackerten für ihren Coach Markus Schupp. Eckball, 74. Minute. Drescher, Herzig, 1-0. Was für eine Erlösung für die rund 5000 Zuschauer in der Wacker Arena. Nico Herzig, der dieses kuriose Eigentor in Fürth beging und das Dilemma einläutete. Saisontreffer Nummer 2, Nico Herzig. Ganz einsam kommt er herangeflogen. Dynamos dynamische Innenverteidigung im Tiefschlaf. Und raus der Blick. Wir wollen die Reaktion sehen von Markus Schupp, der enorm unter Druck stand. Im Stillen genießen. Dresden nun gefordert, mehr fürs Spiel zu tun. Will man mit dem anvisierten Punkt nach Hause fahren? Nur den defensiven Schalter einfach so umlegen auf den offensiven? Gar nicht so einfach. Alexander Ludwig, Gospodarek, problemlos. Wurde wenig geprüft, der Schlussmann von Wacker Burghausen, 78. Minute. Eine Einzelaktion von Alex Ludwig. Macht er ganz nett, mehr aber auch nicht. Wacker zog sich danach etwas weiter zurück, nahm das Tempo ein wenig raus. Freistoß, eine Distanz für Witold Wawrzyniak. Für den polnischen Ballermann hat er ja bewiesen gegen Aachen am vergangenen Montag. Gospodarek sicher gegen den Gewaltschützen. 5 Minuten noch, zittern in der Wacker Arena. Burghausen auf Konter lauernd. Mal Freistoß, mal Entlastung. Wiesinger, Oliver Fink, Krisic. Der beste Dresdner an diesem Abend, Ignaz Krisic, am vergangenen Mittwoch 39 Jahre alt geworden. Aber stets auf Höhe, kein Leistungsschwund erkennbar. Dynamo fehlte in der Schlussminute die Spritzigkeit, einen Zahn zuzulegen. Die Gastgeber hochkonzentriert, spielen sie das hier zu Ende. Die Nachspielzeit läuft bereits. Sebastian Kneißl inzwischen neu in der Partie. Kneißl hat den Kopf oben und sucht Oliver Fink, der aber in der Mitte ganz knapp verpasst. Oliver Fink, der brachte noch mal richtig Belebung rein nach seiner Einwechslung. Wann war hier Schluss? Markus Schupp, er verstand die Welt nicht mehr. Wann pfeift Marc Seemann ab? Er pfiff kurze Zeit später ab. Wacker Burghausen gewinnt mit 1-0. Die 7-monatige Wartezeit auf einen Heimsieg ist vorbei. Markus Schupp hat's gepackt, 2. Saisonsieg. Sein Team hat sich bestens erholt gezeigt nach der Fürth-Klatsche. Wieder ja, der Erfolg gegen Dynamo Dresden. Ein Erfolg, der lange auf sich hat warten lassen. Und das lag auch am Trainer. Klaus Müller, bitte. Tja, und Christoph Franke und Dynamo Dresden. 6 Spiele in Folge ohne Sieg. Der Abstiegskampf allgegenwärtig. Ihr letzter Sieg ausgerechnet in der Allianz Arena. Ist das dem einen oder anderen vielleicht zu Kopf gestiegen damals? Die Gefahr hat durchaus bestanden. Vielleicht ist es auch so, aber inzwischen sind eine Menge Spiele vergangen und wir wissen, dass wir jetzt im Abstiegskampf sind. Franke geht's wie dem Kollegen Wolf. Alle sind hinter ihm auf dem Weg zum Abgrund. Immerhin hatte Dynamo dank 4000 mitgereister Fans fast Heimspielatmosphäre im Nürnberger Frankenstadion. Im Gewühl der Anfangsphase die Klubberer zunächst dominierend bis zur 8. Minute Ecke für Dresden und erste Schrecksekunde für den Bundesliga-Letzten. Ein Moment, der früh zeigte, wie es allgemein um die Nürnberger Nerven und speziell um den Trainingszustand ihres Keepers bestellt ist. Daniel Klever vertrat den verletzten Schäfer, ist aber selbst gerade erst nach einer Meniskusoperation genesen. Auch die Gäste ohne ihre Nummer 1 im Tor. Krešić, Ellenbogen lediert, nur auf der Bank für ihn der Kroate Horvat zwischen den Pfosten. Das ist Kiesling gegen Wawrzyniak, setzt sich gut durch. Und eine knappe Sache für den Jungster bei den Nürnberger. Super von Kiesling, von hinten die Attacke nicht regelwidrig.
und Horvath wie ein Plumpsack. Und von da ab hatten die Nürnberger das Spiel im Griff. Jetzt ging es im Minutentakt. 19. Und das war stark von Horvath. Der Kroate hatte im Laufe der letzten Saison seinen Stammplatz bei Dynamo verloren. Heute die Bewährungschance. Aber Dresden im Stile, Weißer und Schulz-Lemmer ohne Aggression, mit höflichem Sicherheitsabstand, wie hier Lerchel zu Banovic zum Gegner. 20. Minute, wieder Horvath. Kein Sinn fürs schöne Spiel seines Teams, nur Fassungslosigkeit über fehlende Tore bei Wolfgang Wolf. Die einzig spannende Frage nach einer knappen halben Stunde: Wann fällt die Nürnberger Führung? Kießling verpasst in der Mitte, dann Sven Müller. Lässt den 20-jährigen Kagara da ganz alt aussehen, spekuliert aufs kurze Eck, aber Horvath passt auf. Der Nachschuss von Kanterluppen. Von Dynamo, außer diesem Trickchen des in die Jahre gekommenen Ansgar Brinkmann, überhaupt nichts zu sehen. Kurz vor der Pause. Wieder die Freistoßsituation, wieder Ivica Banovic. Banovic, und dieses Mal ist er drin, 1-0 Nürnberg. Markus Daun lässt sich feiern als Torschütze. Und die Wiederholung zeigt, zu Recht, von Opitz nicht hart genug bedrängt, gibt er mit dem Kopf den entscheidenden Tick. Keine Chance für Horvath, aber ein Treffer, der nicht hätte zählen dürfen. Denn im Moment von Downs Ballkontakt ist Kießling einen Schritt im Abseits. Und weil er vor Horvath rumhampelt, ist er nicht passiv zu werden. Ernste Mienen bei Nürnbergs Präsident Roth und Sportdirektor Bader nur angesichts der vergebenen Chance. Zweite Hälfte, alles wie gehabt. Dresden in allen Belangen unterlegen. Der bärenstarke Banovic. Kießling bedrängt, aber er bringt den Ball zurück auf Banovic. Horvath und dann mit Gewalt Markus Daun, sein Doppelpack, 2-0. Die Lösung Nürnberger Stürmerprobleme in Dresdner Harmlosigkeit. Super gemacht von Kießling, trotz der Bedrängnis durch Wawrczyk. Und was Banovic mit Gewalt nicht schafft, erledigt Markus Daun. Angesichts der Dresdner Harmlosigkeit hätte das eigentlich schon sein müssen, wenn nicht dieser einzige Fehler des sonst so starken Andreas Wolf gewesen wäre. Marco Vorbeck mit der Chance, aber Daniel Klever, sein Ex-Rostocker Vereinskollege. Vorbeck zu Saisonbeginn noch vierfacher Torschütze, seit Wochen läuft bei ihm gar nichts mehr. Und wie die Nürnberger ihren Torwart feiern, zeigt, dass es in diesem Team stimmt. Die Schlussphase. Kießling ist inzwischen draußen und Schroth drinnen. Da geht Markus Schroth auf und davon. Horvath, Banovic und Kagara. Dennis Kagara, Leihgabe von Hertha BSC. Bei dem lief heute 83 Minuten lang gar nichts. Und dann hat er sich in der Disziplin geirrt. Gute Torwartaktion, aber für sowas gibt es als Linksverteidiger die rote Karte. Schon der 6. Platzverweis gegen einen Dresdner in der laufenden Saison. Ausführen wird Nürnbergs überragender Mann Ivica Banovic. So sicher wie alles heute. 3-0 gewinnt der 1. FC Nürnberg gegen Dynamo Dresden, ist in der 3. DFB-Pokalrunde. Ein Spiel, das nicht viele Worte braucht. Berliner Walter-Ulbricht-Stadion kämpft den Dynamo Dresden und Wismut Aue um die Fußballmeisterschaft der Deutschen Demokratischen Republik. Das Traditionsduell in Sachsen. In der 5. Minute wurde der Auer Torhüter mit einem direkten Freistoß überrascht. Dynamo Dresden führte 1-0. Insgesamt 11 Meistertitel, dazu 8 Pokalsiege. Bei einem Angriff fiel dann in der 42. Minute ein Tor für Wismut. Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue. Den letzten Durchbruch schloss der Dresdner Sturm mit einem platzierten Schuss ab. Dann war Dynamo Dresden Fußballmeister der Deutschen Demokratischen Republik. Zwei Teams mit einer ganz großen Vergangenheit. Schön, dass es hier ein heißes Spiel werden kann. Ja, wir haben erst 11 Punkte, das ist die kritische Situation. Dynamos haben ja 6 Punktspiele nicht gewonnen, wir 4. Wir hatten zu Beginn diese guten Spiele und jetzt diesen Abwärtstrend, und den müssen wir stoppen. Beide Mannschaften stehen in
Seit 1969 kennen sich Christoph Franke und Gerd Schädlich. Der junge Schädlich rückte damals in die Oberliga 11 von Karl-Marx-Stadt und fand in Franke seinen Ansprechpartner. Heute wohnen sie nur 5 Autominuten voneinander entfernt. Regelmäßig tauschen sie sich über Spiele und Spiele aus. Für 90 Minuten ruhte heute aber diese Freundschaft. Fast ausverkauftes Haus. Beide Fanlager träumten zu Saisonbeginn von mehr. Jetzt heißt jedoch die Realität für Aue und Dresden Klassenerhalt. Dresden in Gelb-Schwarz, Aue ganz in Weiß und dazu die märchenhafte Frage. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Nummer 1 im Sachsenland? Dresden nervös vom Anstoß weg. Wawczyczek mit dem Fehlpass, Dostalek, Juskowiak. Situation noch nicht vorbei, noch einmal Klinker. Aue machte Druck von Beginn an und es funktionierte die ausgedachte Auer-Taktik. Die Achse Dostalek, Juskowiak. Dresden überrascht vom Auer Anfangsdruck. Aue zog viel Kraft aus dem positiven Pokalspiel gegen die Bayern. Schnell ausgeführte Ecke. Juskowiak, 6. Minute, 1:0. Von wegen, bei Aue wollen die Tore nicht fallen. Witold Wawczyczek war für Juskowiak eingeteilt, doch der deckte den eigenen Mann, Kennedy. 4 Spiele am Stück blieb der Pole Juskowiak ohne Tor. Selbst Felix Magath sagte kürzlich, ein Juskowiak kann ein Spiel ganz alleine entscheiden. Heute brachte er Aue zumindest in Führung. Gerd Schädlich, sein Präsident, gab folgende Losung aus. Uwe Leonhard, Zitat, ich erwarte, dass wir unsere Vormachtstellung im sächsischen Fußball ausbauen. Und da der Trainer die Vorgaben umsetzte, durfte er abklatschen mit seinem Präsidenten. Noch bitterer wurde es dann für Dynamo. 66 Stunden am Stück. Seit dem Wiederaufstieg ununterbrochen war Volker Oppitz für Dynamo auf dem Platz. Nach 10 Minuten heute knickte er um. Für ihn musste Levente Cic einspringen. Franke stellte so die Abwehr um. 14. Minute, Freistoß Dresden, Ansgar Brinkmann. Kennedy. Fröhlich setzt sich im Kopfball durch und dann Ludwig aus der Distanz. Genau dieses Mittelfeld wird heute bei Dynamo gefordert sein. Das Mittelfeld muss die Akzente setzen. Erst 2 Saisontore aus diesem Mannschaftsteil. Da muss Dresden den Hebel ansetzen. Erzgebirge Aue mit neuem Selbstbewusstsein. Schließlich sind sie nicht so gegen die Bayern unter die Räder gekommen wie Juventus Turin. Witold Wawczyczek mit seinem Pass ins Nichts. Emmerich und dann sofort der Auer Gegenangriff. Wieder Wawczyczek. Klinker kommt an den Ball. Ersin Demir, 16. Minute, 2:0. Und nicht vergessen, die Weißen sind hier die Fremden auf dem Platz. Die Gäste spielten hier die Musik. 2. Saisontor für Ersin Demir. Wieder war Witold Wawczyczek beteiligt. Er versuchte, den Ball im Feld zu halten, darf aber nie in die Mitte köpfen. Cic dann zu spät. Demir für Helbig ins Team gerutscht. Volle Pulle in die Mitte. Riesenfreude beim Auerkeeper Thomas Bubbel. Dresden muss wieder zur alter Heimstärke zurückfinden. Nur ein Heimpunkt aus den letzten 3 auswärts, aus den letzten 3 Spielen. Jetzt einmal Vorbeck. Sie können in Dresden ein Manko nicht wegdiskutieren. 17 Tore Mann Lavrić fehlt ganz klar mit seiner eiskalten Chancenverwertung. Die Zuteilung stimmte nicht bei Aue. Kurt bemerkte viel zu spät, dass Stürmer Vorberg völlig frei war. Die große Frage heute war, kriegt Aue die Kurve in der Liga nach all der Pokaleuphorie und der nun überstandenen Bayern-Vorfreude? Es sah ganz danach aus. Wieder Emmerich. Dostalek, der schleppte viele Bälle. Setzt sich durch, raus auf Mikolajczak. Und wieder Demir. Und auch hier wieder war Witold Wawczyczek beteiligt. Der Pole, früher bei Cottbus, beackerte er die linke Außenbahn. Hier zeigt er auch seine Schwäche. Er hat einfach keinen rechten Fuß.
Viel hat Dynamo unternommen, um dieses Schlüsselspiel zu gewinnen. Es gab ein Mannschaftsessen, eine Aussprache, zwei Extratage im Trainingslager. All das zeigte erst Wirkung ab der 26. Minute. Joshua Kennedy versuchte sich da durchzutanken. Und dann Kagara, Bobel, Situation noch nicht geklärt. Noch einmal Vorbeck und noch mal Vorbeck. Dresden muss und wird im Sturm in der Winterpause nachlegen. Geld aus dem Lavrić-Transfer ist noch da. Heiß gehandelt wird der Dresdner Aufstiegsheld Mike Wagefeld, der sich zurzeit beim 1. FC Nürnberg nicht durchsetzen kann. Es soll schon verhandelt werden. Noch einmal die großartige Reaktion von Bobel und dann verstolpert Vorbeck diesen Ball. Christoph Franke, er hat in Dresden einen schweren Stand. Fast täglich äußern sich alte Dynamo-Stars, die es selbst im Profifußball nach der Wende nicht geschafft haben. Über die Mannschaft und seine Arbeit, als der Verein aber am Abgrund stand, übernahm keiner von diesen Verantwortung. Es begann zu regnen und die Mannschaft von Christoph Franke immer mehr von der Rolle. Ersin Demir, nach 29 Minuten noch nicht die Entscheidung. Nur ein Sieg in den letzten 9 Spielen, aber die Auer schienen diesem Druck standzuhalten. Diesmal nicht Wawczyczek genaht, diesmal war es Schick. Dynamo versuchte nach einer halben Stunde offensiv Akzente zu setzen, wirkte aber etwas zerfahren. Der 8. Tabellenplatz der letzten Saison scheint eine echte Bürde zu werden. Es wurde richtiges Schmuddel-Fußballwette. Kennedy schickt hier schön Marco Vorbeck. Vorbeck, Vorbeck, einer kommt rangerauscht. Vorbeck fällt, Schiedsrichter Kienhöfer gab hier aber keinen Elfmeter. Trikopf war derjenige, der Vorbeck faulte. Jetzt kochten zumindest mal die Emotionen im Rudolf-Harbig-Stadion los. Letzte Saison in der Hinrunde gab es 9 gelbe Karten, dazu die rote für Beuchel. Hier aber klar kein Strafstoß. 11 Punkte nach 10 Spieltagen hatte Aue auch in den beiden letzten Spieljahren. Auch in diesem Jahr vielleicht am 11. Spieltag die Wende für Aue. Viel Platz immer wieder für die erzgebirgischen Außen. Lose jetzt auf Klinker und der Klinker schießt. Aue konnte in der Offensive schalte und walten nach Belieben, weil Dynamo ohne Innenverteidigung spielte. Glänzte Witold Wawczyczek zuletzt mit seinem Tor, war er heute der Schlechteste auf dem Feld. Auch hier kam er wieder zu spät. 2:0 führte Aue in Dresden zur Pause. Die zweite Hälfte in diesem Sachsen-Derby zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue. 2:0 führten die weißen Gäste aus Aue. Es gab zunächst keinen Wechsel, aber Dynamo musste ganz klar mehr machen. Bringt man auf Kennedy viel zu selten, eigentlich gar nicht, konnte sich der Australier in der ersten Hälfte durchsetzen. Auf seine Kopfballstärke muss Dynamo bauen im Kampf um den Klassenerhalt. Insgesamt Dynamos Spiel in dieser Saison aber sehr unkonstant. Und da Aue sich jetzt zurückzog, gab es mehr Möglichkeiten für Dynamo Dresden. Brinkmann. Kennedy ließ sich weit fallen. Beuchel, nur wenn Dresden mit der kompletten Mannschaft angriff, ergaben sich Chancen. So wie jetzt mal links außen Kagara. Brinkmann, Vorbeck, Wawczyczek, Beuchel, Ludwig, Kennedy und eben dieser Kagara. 7 der 11 Spieler von Dynamo Dresden haben Erstligaerfahrung und genau die müssen jetzt Verantwortung übernehmen. Nur der Ex-Dynamo Matthias Sammer äußerte sich sachlich in dieser Woche zu Christoph Franke. Zitat Sammer: Fans dürfen emotional sein, aber wer was zu sagen hat, sollte rational denken. Dynamo soll den Fähigkeiten von Christoph Franke vertrauen und Ruhe bewahren. 61. Minute, Freistoß Aue Kurt. Erste Entlastung der Gäste im zweiten Abschnitt. Juskowiak und da kommt noch einmal Kurt an den Ball. Der Auer Fußball fand heute aber zu alten Tugenden zurück. Jetzt ist er wieder der richtige Zweitliga-Kick. Aggressiv, einsatzstark, schnörkellos, einfach stocksolide und abgebrüht. Gerd Schädlich, seine Mission hieß heute Auswärtssieg. Präsident Leonhard, auch dazu mag ich, die Uhr tickt. Der Auftrag ist erteilt. Der Angestellte machte bislang seinen Job gut.
22 Punkte fordert Leonhard vom Auer Trainer. Erst dann wollen sie die finanziellen Mehreinnahmen aus dem Bayern-Spiel investieren. Und Aue war auf einem guten Weg. Klinke auf Juskowiak. Der guckt, der schießt, der trifft. 3:0. Die Entscheidung in der 74. Minute. Das vierte Saisontor von Andrzej Juskowiak. In den Zweikämpfen Dynamo viel zu passiv. Wieder Wawrzyniczek. Juskowiak völlig frei. Hier zeigte der Pole, dass er nicht nur Bälle abschirmen, verteilen oder köpfen kann, sondern dass er auch viel Gefühl hat. Christoph Franke, auch in der letzten Saison überstand er sehr kritische Phasen mit Dynamo. Als er unmittelbar vor dem Rauswurf stand, startete Dresden eine Serie und kletterte am Ende auf Platz 8. Es war heute ein Klassenunterschied zu erkennen, wobei eine Frage ungeklärt ist. Ist Aue jetzt erstligareif oder Dresden nicht zweitligatauglich? Wieder so ein Fehlpass von Dynamo. Klinker auf und davon. Und Klinker mit dem 4:0. Sack zu, Dominanz ausgespielt. Erstmals lohnte sich für den Auer Anhang eine Auswärtsfahrt in dieser Saison. Und für Christoph Franke könnte es die bitterste Heimpleite werden. Witold Wawrzyniczek an 3 der 4 Gegentore unmittelbar beteiligt. Der Pole hier wieder mit dem Fehlpass. Und solche Geschenke lässt sich auch der Tscheche Klinker nicht entgehen. Macht sein erstes Saisontor. Der ärmste Mann auf dem Platz, Dresdens Keeper Ignaz Krešić, an allen Gegentoren schuldlos. Die 90. Minute, einige Zuschauer gingen schon, noch einmal Freistoß Dynamo Fröhlich. Joshua Kennedy, 1:4, der Ehrentreffer war erzielt, die Demontage dadurch jedoch nicht schön zu reden. Kurs war für Kennedy eingeteilt, doch der Pole blieb hier einfach stehen. Der Australier Kennedy konnte sich nach seiner Verletzung kaum in Szene setzen, aber verhindert hier zumindest das totale Debakel. 4:1 gewinnt Aue in Dresden. Die Erzgebirger bleiben die Nummer 1 in Sachsen. Wende oder nicht? Antworten jetzt von Eik Gallei. Heute haben wir auch gegen einen verunsicherten Gegner gespielt, das hat man gesehen. Und ja, wir haben halt gleich am Anfang ein Tor gemacht, haben richtig gut angefangen. Und ich denke, das gibt dann das Selbstvertrauen für die restlichen Minuten. Sie lächeln nicht, Sie jubeln nicht. Wann fangen Sie damit an? Na ja, ich freue mich schon, ist schon klar. Ich freue mich schon und es ist natürlich auch schön, dass wir hier gewonnen haben, auch in der Höhe. Und ich denke, auch klar verdient gewonnen haben. Ich habe meine Sache gut gemacht letzte Zeit und heute haben wir einfach das bestätigen, dass wir eine gute Mannschaft sind. Wir haben früher auch gut gespielt, sondern die Tore nicht gemacht. Aber jetzt sind wir auf gutem Weg und schon gegen Bayern, gegen erstklassige Mannschaft haben wir gezeigt, dass wir Fußball spielen können. Christoph Franke verkniffen nach dem Abpfiff, ausgepfiffen die Mannschaft von den eigenen Fans. Ansgar, ein ganz schwarzer Tag für Dynamo Dresden. Der schwärzeste, solange Sie hier sind? Auf jeden Fall, definitiv. Gut, wir haben es dem Gegner heute leicht gemacht. Wir haben denen die Tore serviert auf dem silbernen Tablett. In den ersten Minuten, in der ersten Halbzeit. Haben dann noch ein paar Sachen probiert. Aber dann verkrampfst du auch, wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst. Und ja, da tun einem die Fans leid. Keine Frage. Auffällig ist, dass der Mut, die Werbe, die Dynamo in der letzten Saison so auszeichnet, jetzt fehlt. Woran liegt das? Ja, das ist richtig, was Sie sagen. Da müssen wir mal alle jetzt noch mal alles wieder analysieren, die Kräfte wieder bündeln. Es geht weiter, es nützt ja nichts. Ne? Aber heute, da werden wir ein paar Tage brauchen, bis wir das verarbeitet haben, dieses Spiel heute. Sie wirken angeschlagen. Sind wir auch. Was fehlt mehr, der Mut oder die Klasse? Sicher beides. Also ich denke, von Spielern, die 30 Jahre alt sind, muss man mehr erwarten. Einfach etwas mutiger zu sein. Aber es kann auch sein, dass der eine oder andere nicht die Klasse hat für die zweite Liga. Machen Sie sich Sorgen um Dynamo? Natürlich mache ich mir Sorgen. Wir müssen diesen Abwärtstrend stoppen. Es ist uns im Frühjahr gelungen und es wird uns auch wieder gelingen. Da bin ich überzeugt davon. Aber es muss... Frage doch gleich mal an Dresdner Kompetenz pur weiter. Der Geschäftsführer Volkmar Köster steht bei mir.
Herr Köster, haben Sie denn das Ultimatum Ihrem Trainer ganz klar zu verstehen gegeben? Ja, ich glaube, das war mehr als klar. Ich habe mit dem Trainer jetzt ein Vier-Augen-Gespräch geführt. Da war als erstes zu klären, ob der Trainer die Mannschaft noch erreicht. Das ist ganz klar bejaht worden. Und die zweite Sache ist, und das weiß der Trainer, wir haben 7 Spiele hintereinander nicht gewonnen. Das bedeutet, der Trainer, der sitzt mit im Boot und zwar auf Schlag. Und da erwarten wir ganz einfach, dass er aus der Mannschaft diese 110% rauskitzelt, die dann dazu langen, dass wir hier in den nächsten 2 Spielen mindestens 3 Punkte holen. Jetzt hat dieses Ultimatum ja 2 Teile. Also Heimsieg gegen Unterhaching ist ganz klar, das haben Sie festgelegt. Und hier heißt es heute, ein ordentliches Spiel über die Bühne zu bringen. Was heißt das denn im Klartext? Kann man da trotzdem verlieren? Ordentliches Spiel bedeutet, jeder weiß, dass wir mit unserer Mannschaft, mit der Besetzungsmisere unserer Mannschaft, hier keinen Fußball zelebrieren werden. Wir erwarten aber eins, und das ist bedingungsloser Kampf. Bedingungsloser Kampf hier im Wildpark. Und entschuldigen Sie bitte die flapsige Bemerkung. Wir erwarten als Vereinsführung ganz einfach, dass die Mannschaft hier Gras frisst. Sollte das nicht passieren, sollte die Mannschaft hier heute verlieren, ohne großes Aufbäumen, wäre dann der Herr Franke beim Spiel gegen Unterhaching noch der Trainer? Da fragen Sie mich am besten nach dem Spiel nochmal. Ich will sehen, was die Mannschaft hier bringt. Ich will sehen, ob die Ansprache, die wir an die Mannschaft geliefert haben, ob die Früchte zeigt. Und alles andere entscheiden wir unmittelbar nach dem Spiel. Sie haben nach dem Spiel gegen Aue gesagt, ich fand dieses Spiel zum Kotzen. 7-mal hat Ihre Mannschaft nicht gewonnen, das haben Sie eben gesagt, steht auf einem Abstiegsplatz. Dieser beständige Sinkflug, kann der denn gestoppt werden? Von der Mannschaft, von dieser Mannschaft, die bisher so schwach gespielt hat? Diese Mannschaft, die hat im ersten Drittel der Saison guten Fußball gespielt. Denke ich zum Beispiel an das Spiel in 1860 München. Und ich wiederhole mich jetzt. Die Mannschaft, dass sie spielerisch sicherlich nicht überzeugen wird, auch nicht überzeugen kann, das wissen wir. Wir wollen aber einsehen, dass sie bedingungslos für Dynamo, für den Verein und zum Schluss natürlich auch für den Trainer hier spielt und kämpft. Dankeschön, Herr Köster. Also für mich war es schon sehr beeindruckend, wie entspannt dieser Christoph Franke mit dem Druck umgeht. Das ganze Theater beeinflusst meine Arbeit überhaupt nicht, sagte er noch kurz vor dem Spiel. Und das, obwohl seine berufliche Zukunft einzig und allein vom Auftreten seiner Mannschaft abhängt. Wie viel komfortabler ist da die Situation des Kollegen Becker in Karlsruhe? Die Badener hatten sich leise, still und heimlich an die Aufstiegsplätze herangeschlichen. Dann gab es letzte Woche die 1:3 Niederlage in Fürth. Ärgerlich, ja, aber gar nicht so schlimm. Denn wenn die Blau-Weißen heute gewinnen, springen sie flugshoch auf Platz 4. Bei einer Niederlage von München 60 sogar auf Platz 3. Soweit die Theorie. Dumm nur, dass da in der Praxis 11 gelb-schwarze Hindernisse auf dem Rasen standen. Denn die fraßen zwar kein Gras, gaben dafür aber von Beginn an richtig Gas. Vorbeck erkämpft hier den ersten Eckball nach 2 Minuten. Oswald bringt ihn rein. Da kommt Kennedy herangerauscht. 1-0. Oh, so geht das hier für die Gäste aus Dresden. Und das war es doch, was der Vorstand, was der Trainer und was die mitgereisten Fans, und es waren rund 2000 heute, hier sehen wollen. Nochmal die Ecke von Oswald. Kennedy ist eine Etage höher als der Verteidiger. Und Christian Fröhlich gibt dem Ball noch den entscheidenden Kick. Sah ein bisschen nach Aufstützen auf, was der Joshua Kennedy da macht, aber der Treffer zählt. Balsam für die Nerven aller Dynamos hier im Stadion. Christoph Franke hatte defensiv eine überraschende Variante gewählt. Ansgar Brinkmann spielte heute den klassischen Libero hinter der Abwehr. Läuferisch würde diese Position zum 36-Jährigen passen, das war ohnehin klar. Und Brinkmann gefiel sich heute auch in der Rolle des Dirigenten. Der KSC lag 0:1 zurück, aber die Gastgeber schienen nicht allzu sehr beeindruckt. Sie übernahmen sofort das Kommando. Kies. Dann Ansgar Brinkmann. Nicht gerade souverän. Also den Ball hätte er besser Torwart Krešić überlassen. So gibt es Eckball Masvanidis. Und da hinten lauert Federico. Und der ist ja sowas von kompromisslos. Der 5. Saisontreffer des gefährlichsten Karlsruhers. 1:1. Alles wieder offen hier im Wildpark. Ein unnötiges Gegentor, denn der Ball fliegt quer durch den 5-Meter-Raum. Aber gehen wir doch noch mal einen Schritt zurück. Denn das Dilemma begann ja viel früher. Ansgar Brinkmann unbedrängt köpft er hier zur Ecke. Ja, Krešić, sag doch mal was. Bei dem Krach höre ich einfach nichts. Währenddessen bewegte sich Franke draußen wie ein Tiger im Käfig. Ahnt er schon das Unheil. Wieder zu Brinkmann. Durchpusten vor der Ecke. Dann ist er nicht schnell genug zum Ball. Den Rest
sieht er nur aus der Ferne. Aber dann Ansgar Brinkmann als Führungsspieler. Auf geht's, weiter Jungs. Der KSC wurde hier von Minute zu Minute besser. Technisch waren die Badener den Sachsen weit überlegen. Sean Dandy kommt nochmal an den Ball und dann sieht er Federico. Wow. Also warum Ede Becker den letzte Woche gegen Fürth auf die Bank gesetzt hat, ist bis heute noch ein Geheimnis. Butterweich die Vorarbeit, knallhart der Abschluss. Der Pfosten verhindert hier einen möglichen Rückstand der Dresden. Gerade mal 15 Minuten gespielt. Der KSC entwickelte hier einen enormen Druck. Wieder Federico. Traumhaft auf. Sean Dandy. Da kommt er nochmal an den Ball. Sean Dandy und Krisic. Was für eine Szene. Der Pass von Federico ist eine Augenweide. Dann stört Weiß gerade mal rechtzeitig Sean Dandy. Und Krisic mit diesem fantastischen Reflex hält seine Dynamos weiter im Spiel. Man musste sich zu diesem Zeitpunkt Sorgen machen um die Gäste. Mitte der zweiten Hälfte spielte der KSC die Dresdner komplett an die Wand. Immer wieder über Federico. Schwarz, der Mannschaftskapitän, sieht Masmanidis. Und Krisic, der Spielverderber für die wirklich munter aufspielenden Karlsruher. Dresdens Keeper, schon jetzt der überragende Mann auf dem Platz. Die Dynamos kamen nach dem Treffer in der zweiten Minute eigentlich gar nicht mehr so richtig über die Mittellinie. Mittlerweile eine halbe Stunde gespielt, Freistoß Brinkmann. Und immer ging alles vorne über Joshua Kennedy. Der ist eine Luftbärenstark und am Boden, trotz seiner Länge. Ein geschmeidiger Fußballer. Markus Miller hält. Es blieb beim 1:1 unentschieden bis zur Pause. Recht glücklich für Dresden, aber noch hatten sie einen Punkt im Sack. Und das hier sind Fußball-Weltmeister. Die Studenten der Universität Karlsruhe haben im Oktober an der Studentenfußball-Weltmeisterschaft in Rotterdam teilgenommen. Im Finale gewannen sie gegen die Uni Moskau mit 1:0. Gewinnen können sie bei uns auch, wenn sie wissen, wie der komplette Vereinsname von Burghausen lautet. Ist es A. Wacker oder B. Bayer? Senden Sie eine SMS an die 83111 und wie Sie sehen, es lohnt sich. 16.000 Euro sind im Jackpot und in 30 Sekunden geht es weiter hier im Wildpark. So steht es zwischen dem KSC und Dynamo Dresden. Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine und der KSC machte weiter wie in Hälfte 1. Sie zogen das Spiel auseinander. Sie machten eigentlich alles richtig. Das ist Kies und das ist Federico und Krisic. Sensationell. Nur 3 Minuten nach dem Wiederanpfiff. Es war wie in der Fabel. Wo immer der Federico auch hinzielte, dieser Krisic war irgendwie schon vorher da. Und falls Sie es zu Hause nicht wissen sollten, dieser Torwart ist 39 Jahre alt. Das wird sicher den einen oder anderen zum Nachdenken bringen. Immer wieder der KSC mit klugem Spiel über die Flügel. Dresden kam gar nicht richtig in die Zweikämpfe. Masmanidis. Und da ist er wieder. Federico. Immer noch Federico. Der Ex-Kölner war der überragende Mann auf dem Platz. Komisch, warum so einer in Köln nie den Durchbruch schaffte. Und bei Dresden war Ansgar Brinkmann der Chef der Abwehr mit Durchhalteparolen. Seine Jungs schwammen geradezu mitleiderregend, aber sie hielten den Kopf immer noch über Wasser. Knapp eine Stunde mittlerweile gespielt. Die Gäste waren bemüht, hier Ruhe reinzubringen, mal die Luft aus dem Spiel zu nehmen, endlich mal länger als nur 30 Sekunden den Ball zu behaupten. Das ist Krisic. Alles im grünen Bereich. Und dann wieder so ein Blackout bei Schwarz-Gelb. Und Krisic bügelte gerade noch aus vor dem heranstürzenden Masmanidis. Letzte Woche hat er noch lautstark geschimpft, heute schien er eher zu resignieren. Und Ede Becker sah ein tolles Spiel seiner Mannschaft, nur die Belohnung fehlte. Dandy musste raus, war auch blass geblieben. Heute für ihn kam Kaplani ins Spiel, der hatte ja letzte Woche in Fürth noch getroffen. Dexter Lang auf Vorberg. Also was wie Entlastung für die Gelb-Schwarzen.
Feiner Pass auf Weiß. Immerhin Entlastung, durchatmen. Es gibt eine Ecke für Dynamo Dresden. Das sind Minuten, in denen die Abwehr nicht arbeiten musste. Kennedy. Und dann Vorbeck mit der Chance. Also dieser Joshua Kennedy da vorne im Sturmzentrum ist nicht nur wegen seiner 199 cm überragend. Dann aber wieder der KSC. Die bestimmten hier eindeutig die Musik in diesem Spiel. Es gibt Freistoß für die Badener, schnell ausgeführt. Das ist Eichner. Einfach mal rein das Ding. Und mit ein bisschen Glück gibt es immerhin noch einen Eckball. Und Krešić sortiert seine Hintermannschaft, ruft auch Joshua Kennedy wieder zurück. Und dann kommt Eggimann herangeflogen und schon wieder dieser Krešić. Also man hätte den ganzen Beitrag heute nur um diesen Dresdner Keeper herumstricken können. Einfach sensationell, was der heute alles hielt. 70. Minute, noch ein Stürmer, Freis kam rein für Karnell. Becker hatte jetzt alles auf dem Platz, was auch nur annähernd torgefährlich war. Wieder Eichen. Und dann Federico. Und dann wurde es immer gefährlich. Giovanni Federico. Und dann ist Schwarz da. Und endlich trifft er. 18.600 im Stadion waren natürlich jetzt erleichtert, sofern sie Karlsruher waren. Der Treffer hochverdient. Sie hatten ihn sich erarbeitet, aber auch erspielt. Auch dieses Tor wunderbar gemacht. Der Rückpass auf den Elfmeterpunkt. Und Dennis Schwarz ist da sträflich frei beim 2:1. Und er konnte einem wirklich ein wenig leid tun nach der fantastischen Leistung bisher. Seine Mannschaft hatte hervorragend gekämpft. Aber jetzt war klar, sollten sie jetzt nicht noch schnell hier ein Tor schießen, dann gibt es gegen Unterhaching ein richtiges Zitterspiel. Kennedy, sie kam noch mal. Vorbeck völlig frei. Und dann trifft er den Ball nicht sauber. Aide Becker wusste, die Dresdner würden jetzt noch mal alles auf eine Karte setzen. Die letzte Szene in diesem Spiel. Nochmal Eckball und schauen Sie, da kommt er, der beste Dresdner heute. Krešić. Der wird doch nicht auch nach vorne was reißen. Krešić, doch, tatsächlich mit dem Kopf. Also, Krešić macht hier fast noch den Ausgleich, aber es bleibt dann doch beim 2:1 Sieg für den KSC. Der Sieg geht nicht nur in Ordnung, nein, er war hoch. Wenn wir uns weiter kämpferisch so engagieren und, das muss ich sagen, wenn natürlich der ein oder andere Verletzte zurückkommt oder auch der vorher Verletzte wieder in Fitness, in guten Zustand hat, dann ist vieles möglich noch. Also ich bin mit der kämpferischen Einstellung der Mannschaft absolut zufrieden. Es ist genau das gekommen, was wir ganz einfach sehen wollen. Sie haben gekämpft bis zum Umfallen. Sie haben für sich selber gespielt, sie haben für ihren Marktwert gespielt, sie haben für ihren Trainer gespielt, was leider Gottes nicht geklappt hat. Ich denke, hier bei dieser starken Mannschaft war sogar ein Punkt drin. Das heißt mit anderen Worten, Christoph Franke sitzt gegen Unterhaching auf der Bank? Ohne Wenn und Aber. Sicher hängt mein Herz daran, aber es ist eben so und damit muss man sich abfinden. Die Gegebenheiten sind so und das können wir versprechen, denke ich, auch im Namen der Mannschaft, dass wir gegen Unterhaching alles versuchen werden, um die 3 Punkte reinzuholen. Wir haben 5, 6 Stammspieler, die permanent verletzt sind. Das ist Wahnsinn. Das müssen wir permanent kompensieren. Das können wir nicht. Aber kann auch der Trainer nichts für. Sage ich ja. Aber die kommen jetzt nach und nach, kommen unsere Verletzten wieder. Heute haben wir kämpferisch voll dagegen gehalten. Und das gibt Hoffnung, dass wir auch wieder gewinnen werden demnächst. 2000 Fans haben eben Christoph Franke gefeiert. Ich glaube, das sagt alles, oder? Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Die Mannschaft sollte zeigen, dass sie hinter dem Trainer steht. Und das hat sie heute getan. Christoph Franke ist sicherlich der moralische Sieger. Aber auch das ist klar, gegen Unterhaching muss jetzt gewonnen werden.